Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und hab ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar geht's heute nach Torghast rein und zwar nicht in das normale Torghast, sondern ich will die gewundenen Korridore angehen. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Die ersten 5 Ebenen habe ich schon durchgeballert und ich dachte mir, komm, ab der 6. Ebene, da wird's wahrscheinlich jetzt ein bisschen interessanter, ein bisschen schwieriger vor allem auch. Und die will ich jetzt in so einer kleinen Videoserie mit verpacken. Heißt, wir machen jetzt die 6. Ebene und dann wird's noch 2 Ausgaben geben, so weil ich das dann halt auch packe, aber ich bin zuversichtlich. Es wird noch 2 weitere Episoden geben, einmal mit Ebene 7 und 8. Und ich würde sagen, wir starten jetzt durch mit Ebene 6 und gucken, wie wir da durchkommen. In den anderen Ebenen lief es eigentlich soweit bis jetzt ganz gut tatsächlich. Aber ich hatte letztens schon ein bisschen Probleme gehabt tatsächlich, weil ich in Torghast öfter gedisconnected war und wenn du natürlich viele Mobs pullst, dann disconnect hast, ja, stirbst du und dann sind deine Tode weg. Und das hatte ich letztens ärgerlich, ich glaube in einem Run bin ich dann 3-mal gedisconnected und das war schon sehr, sehr ärgerlich tatsächlich. Nice! Das, ohne Scheiß, das ist sehr gut, dass ich jetzt am Anfang gleich das Schlundratten-Ding habe, denn pro Schlundratte kriege ich 2% mehr Leben bis zu 100%. Eigentlich in den normalen Torghast-Runs ist das ein Trade, wo ich sage, ja, ich brauche keine defensiven Trades, scheißegal, ich brauche nur offensive Sachen. Aber tatsächlich, hier in den gewohnten Korridoren, auch ich als Tank, in den hinteren Korridoren ist es tatsächlich so bei mir, dass es sinnig ist, wenn ich einigermaßen viele defensive Sachen auch habe, weil die Bosse einfach irgendwann so reinhauen, dass du ein gewisses Leben einfach brauchst. Und ich sage, oder kann auch jedem als Tipp geben, zumindest habe ich es für mich so empfunden, umso mehr Leben man hat, umso einfacher ist es. Ich habe teilweise hier Torghast-Runs gehabt, wo ich am Ende, ja, 500.000, also 200k habe ich eigentlich meistens, 200k Leben habe ich meistens, teilweise sogar 500.000, 600.000 Leben hatte ich, ne? Das sechst du natürlich diese Lebenssachen, das sind immer 15% Leben, 45% gibt es glaube ich auch, also da gibt es schon einige Sachen, die dein Leben gut weit erhöhen. Und was sehr stark ist, ist das mit den Schlundratten. Vor allem, wenn du das sehr früh bekommst, ne? Wenn du das halt, ich hatte letztens einen Run, das war die letzte Orb vom Endboss und dann krieg ich den Schlundrattenbonus. Das bringt dir natürlich gar nichts mehr, wenn dann natürlich keine Schlundratten mehr kommen und du es nicht hochstacken kannst. Aber wenn du es ganz am Anfang kriegst oder auch sagst, wenn es vor Ebene 10 ist, reicht es vollkommen aus. Wenn du dann noch 8 Ebenen oder so hast, dann sind da im Normalfall noch ein paar Schlundratten, du kannst es hochstacken und dann hast du einen Haufen mehr Leben. Und vor allem, es gibt einige Sachen, die prozentual mit deinem Leben skalieren. Und wenn du natürlich einen Haufen Leben hast, dann kann das heilungstechnisch sehr gut sein. Zum Beispiel auch mit rasender Regeneration ist ja prozentual. Es gibt hier noch ein paar andere prozentuale Sachen, die mit Heilung skalieren. Zum Beispiel, es gibt so ein Trade, wenn du irgendwo drauf haust, dann, ja, dann heilst du dich manchmal. Solche, die sind auch ganz gut, die nehme ich öfter mal mit. Und dann gibt es aber auch noch eine Geschichte, dass die Fleischformung kürzer hält, dafür den Gegner Schaden verursacht. Ich glaube 200% von dem Schild und zwar jedem außenrum. Und das Starke in der Geschichte ist, wenn ich einen Haufen Leben habe, absorbiert die Fleischformung, absorbiert ja auch prozentual von meinem maximalen Leben das Schild, kann ich halt ultimativ damit rausknüpfeln. Ja, nicht nur für die Heilung. Also ich bin nebenbei am Streamen, deswegen ein paar Kommentare müssen wir auch noch eingehen. Nee, nicht nur die Heilung. Wie gesagt, mit dem Schild kann ich mir halt da auch ein bisschen Damage noch mit rausholen. Das ist zwar, ich habe hier nur zwei Minuten Abklingzeit, aber wenn ich mein Leben hochgescaled habe und den richtigen Trade bekomme, dann laufe ich in eine Gruppe rein von 30 Mobs, ziehe das Schild, die hauen das Schild instant kaputt und dann macht's bumm und alle Mobs sind tot. Das ist ganz nice. Und für den Boss zieht's auch ganz gut was ab. Also ich hatte schon tatsächlich, hatte ich schon Bosse, die ich damit gewonshottet habe, ne? Also das geht. Habe jetzt einen Debuff abgekriegt, oder? Das ist so ätzend, wenn du einen Slow-Mob hast und den, wo du nichts abkriegen darfst. Ohne Scheiß, das ist eigentlich den muss ich alleine pullen, das war jetzt ziemlich dumm. Jetzt muss ich den Debuff runternehmen, weil 5% weniger Schaden aufs ganze Ding kann ich nicht machen. Das war jetzt ziemlich, den hätte ich solo pullen müssen. Es gibt immer wieder Mobs, so wie ihn hier, diese sind Special Rares, die so Movement Abilities raushauen und wenn du alle erfolgreich dodge, kannst du dir einen relativ starken Bonus aussuchen. Das Problem, wenn dich von was treffen lässt,
dann kriegst du halt prozentual weniger Schaden, ne? Und wenn du halt so Slow-Debuffs drauf hast, dann ist es ein bisschen ätzend, aus einem rauszukommen. Jetzt hatte ich hier gerade noch ein paar Mobs an die Hacken, die mich ein bisschen weggeslowt haben. Also bin ich nicht rechtzeitig rausgekommen. Ist jetzt halt ätzend. Jetzt muss ich halt den Effekt wählen, dass er die Debuffs runternimmt. Das habe ich den quasi umsonst umgenutzt. Und wisst ihr, was richtig bitter ist? Letztens habe ich so einen im normalen Torgast gemacht. Schau, jetzt kann ich hier alle dauerhaften Effekte, das muss ich halt nehmen. 9% Tempo wären halt gut gewesen. Und hier mit ein bisschen Schattenschaden, das wäre auch gut gewesen. Aber jetzt muss ich das halt nehmen, sonst habe ich 10% weniger Schaden. Das funktioniert nicht. Also das ist ein bisschen schade. Und was ich erzählen wollte, ich hatte letztens, war ich im normalen Torgast und die Woche ist gerade dieses Event, wo du so einen Hund mitnehmen kannst, ne? Kannst du diesen Hund hochbuffen und ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war, aber ich hab den Hund mal ausprobieren wollen, hab den ganz am Anfang mitgenommen oder ich weiß nicht, ob es ein Hund ist, aber es ist halt irgend so ein Viech, ne? Das kannst du halt mitnehmen und mit dem Viech dann quasi das hochbuffen, das kann dann mehr Schaden machen und so. Also mein Statement zu dem Viech, das ist scheiße, ja, das macht kaum Schaden, liegt nur im Dreck, ich habe alle Trades, die ich hatte auf diesen, also es ist jetzt nicht so, ich habe den Hund nicht gebufft und sagte, er ist kacke, sondern ich habe alles, was ich auswählen konnte, habe ich auf den Hund eingesetzt und der war trotzdem scheiße. Also das Resultat am Ende, ich war selber sehr schwach, weil ich halt mir selber kaum Trades geholt habe, den Hund habe ich komplett hochgebufft, der war trotzdem kacke und es war total gewastet. Und dann war das Problem, dann hatte ich so einen Rare wieder drüben gerade, der halt so Debuffs gibt und der gibt dir so Debuffs und dann kannst du eigentlich immer den Trade holen, dass du die Sachen wieder runternimmst. Und ich habe, glaube ich, eins von den ersten Dingern, bin ich in so einer Void stehen geblieben und dann wusste ich, okay, 5% weniger, jetzt ist eh schon gelaufen, jetzt kann ich eigentlich an den Dingern auch stehen bleiben, weil ich nehme dann eh den Trade, dass ich mir das runternehme. Wisst ihr, dann bin ich in 5 oder 6 Dingern stehen geblieben, hatte am Ende, glaube ich, 20 oder 30% weniger Damage und dann habe ich ihn gekillt und dann gab es nicht die Auswahl, dass man die Debuffs wieder runternimmt, weil ich dann die ganze Zeit, weil die überschrieben wurden von den Trades von diesem Hund. Ne? Dann bin ich halt absichtlich in den Dingern stehen geblieben, weil ich dachte, ich kann es eh wieder runternehmen und konnte es aber nicht mehr runternehmen. Und dann hatte ich, 30% weniger Damage, den ich verursache und das war relativ am Anfang von so einem normalen Torgast-Run. Und dann war ich drin gestanden, selber ohne Buffs. Der Hund, der hochgebufft ist, der nur im Dreck liegt und ich mache noch 30% weniger Schaden. Das war ein Kraffelrun. Ich kann es euch. Also, ich habe mir überlegt, breche ich das Ding ab, aber ich war halt auf Ebene 3 oder so schon und dachte mir, boah, was mache ich jetzt? Soll ich es durchziehen? Ich habe es durchgezogen, ohne Scheiß. Also, das war richtig ätzend. Das war wie wenn ich ohne Trade spielen würde vom Damage. Also, den Endboss habe ich halt ewig gebraucht, ne, bis ich ihn gekillt habe. Ich habe es dann geschafft. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob es nicht schneller gewesen wäre, den Run abzubrechen und einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, ich mach's nochmal und wähle den Hund nicht mehr aus. Aber ich habe halt hier auch so ein Achievement, ne? Wo haben wir es denn? Ich glaube, das ist irgendwo bei Dings drin, das müssen wir erstmal gucken. Moment, das sind gute Trades. Also eigentlich 45% mehr Life ist sehr gut, ne? Die Primärstats erhöht eure Primärstats um 15% und regeneriert alle 15%. Das ist eigentlich, ich glaube, ich nehme das Primärstats-Ding. Aber das mit dem Life wäre eigentlich auch gut gewesen. Aber da geht dann halt Agi auch noch hoch, wisst ihr? Also müssen wir fast das nehmen. Ich nehme jetzt in den gewundenen Korridoren, nehme ich tatsächlich alles mit. Hat so ein bisschen den Hintergrund. Am Ende wird es tatsächlich knackig, ja. Also, da wird es dann tatsächlich knackig und dann bereust es vielleicht, dass du am Anfang schnell durchgespeedet bist, ein paar Sachen nicht mitgenommen hast, die du vielleicht später brauchen würdest. Und da du in so einem gewundenen Korridor gut über eine Stunde drin bist, ich glaube in den ersten bin ich so eineinhalb drin gewesen. Gut, ich habe auch nebenbei mal noch meine Auktion eingestellt, ne, mit meinem zweiten Account, den ich immer noch am Start habe. Das tut mich natürlich auch mal bremsen, wenn ich zwischendrin immer wieder Auktionen nachstelle, aber ich muss das auf Antonidas machen, sonst werde ich nur unterboten, ne, und verkaufe nichts. Und
Dann kam jetzt letztens, war ich 2 Stunden, glaube ich, in den Fünfer, ich will immer Key sagen, aber auf der Fünfer-Ebene drin. Das lag aber an den Disconnects tatsächlich. Dass ich dann jedes Mal wieder rausgedisconnected bin. Und natürlich, und da musste ich richtig, richtig vorsichtig spielen. Ich habe jedes Pack dann nur noch einzeln gepullt. Weil, gut, ich hab ein paar Leben verloren wegen Disconnects. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich zugeben, Leben verloren durch dumme Rambo-Aktionen, wo ich einfach sage, komm, ich renne jetzt hier rein, pull 30 Mobs zusammen und cleave sie down. Das Problem ist, die Mobs dachten sich, na gut, dann cleaven wir halt den Täter down. Und ja, auf einer gewissen Ebene, dann hauen die Mobs halt dann mit 200k zu, ne? Also deswegen brauchst du dann auch ein gewisses Leben, da musst du ein bisschen aufpassen. Dann hast du halt auch, wenn du jetzt mal 20, 30 Mobs zusammenpullst, das geht, ne, die kann ich killen, bloß wenn dann 3 in den 4 ansetzen und ich nur einen unterbrechen kann oder 2, dann kriege ich einen 4 durch und in den 6 Sekunden, wo ich im 4 bin, lege ich halt leider im Dreck, ne, das ist so ein bisschen das Problem. Ah, das ist beides kacke, nehmen wir das mal mit dem Schleichen mit. Was verlangen die? Die verlangen 200k Gold für die letzten beiden Boss im NHC? Ich habe hier auf Antonidas schon HC-Runs gesehen, die so, ich glaube, 300k oder so kosten. Also ich würde, sowas würde ich mir nicht kaufen. Ich denke mal, du kannst die Legendaries auch im LFR farmen, theoretisch. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, ist der NHC-Raid mittlerweile nicht mehr so krass. Ich denke mal, den kannst du auch mit einer Random-Gruppe dir, wenn du halbwegs Gear hast, zusammenfarmen. Gut, musst du halt überlegen, wenn du jetzt unbedingt das Legendary sofort haben willst, ne, vielleicht für andere Sachen. Wobei, du kannst ja auch die Legendaries aus allen Quellen, kannst du dir auch kaufen in deiner Packzentrale. Ich versuche hier gerade rauszufinden, welcher Knüppel das ist. Ich habe hier kein System tatsächlich. Wenn man das Ganze mit System macht, wäre es wahrscheinlich sinniger. Ah, schau mal, so ist es. Ich drücke einfach wild rum. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Schaden mit Hauen. Was soll ich sagen? Ich glaube, für 25 dankbare Gaben, für diese hier, kannst du dir in deiner Packzentrale ein Token kaufen, wo du random ein Legendary, was du noch nicht hast, ergambeln kannst. Ähnlich wie bei Venari mit den Conduit-Dingern. Also das könnte was für dich sein. Diese dankbaren Gaben kannst du dir bei allen möglichen Sachen farmen, die den Anima-Conductor voraussetzen. Also heißt von Rares, ne, die du selber beschwören kannst oder andere Leute auch, wo du mit umhauen kannst. Und wenn du den Anima-Conductor höher hast, gibt es auch noch World Quests und Dailies. Und ich farm die tatsächlich immer jeden Tag ab. Nicht, weil ich die Legendaries haben möchte, sondern bei mir sind es tatsächlich Transmog-Sachen und Mounts und Pets und sowas, die kosten die nämlich teilweise auch. Das ist so eine Währung, wo man braucht. Na, schau mal, hier haben wir zum Beispiel sowas mit dem mit der Heilung, was ich gemeint habe. Der Trade ist auch sehr gut. Also, es gibt so ein paar Trades, die wahrscheinlich alle benutzen können, die ich empfehlen kann. Und darunter gehört prozentual mehr Leben. Und dazu gehört auch dieser eine Trade, ne? Das hier ist auch eine gute Geschichte. Und das mit den Schlundratten, wo er auch mehr Leben hat. Also ich denke mal, das kann auf jeden Fall jeder nutzen. Was ist denn das eigentlich hier für eine komische Zone? Sollen wir den dazu pullen? Das ist hoffentlich nicht wieder so ein Movement-Typ, wo ich jetzt rausmoven muss, weil die anderen beiden slowen mich. Was ich halt mittlerweile als Guardian priorisiere, sind tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, ne? Also eigentlich dachte ich, dass der beste Damage-Trade der hier ist, weil der mein Hauen um 20% erhöht pro Stack. Aber ich habe gesehen, Single-Target technisch mit den richtigen Trades macht Mondfeuer so viel Schaden, also der Tickschaden. Eigentlich ist Mondfeuer eine ziemliche Kackfähigkeit, die eigentlich nicht sonderlich viel reinhaut. Aber mit den richtigen Trades hier, ohne Scheiß, Mondfeuer ist Damage Number One und zwar mit Abstand. Und da gibt es einige Trades, die erhöhen den Mondfeuerschaden, wenn er nur auf einem Ziel ist, um 60%, ne? Und den kriegst du eigentlich relativ häufig. Und wenn ich das hochstack, dann haut Mondfeuer übelst raus. Und dann gibt es noch so andere Sachen, dass nochmal so ein Stern von oben runterfällt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es heißt. Das ist auch nochmal relativ stark. Und was dann auch gut abgeht, sind alle Trades, die irgendeinen Effekt haben, die direkt die Gegner damagen. Jetzt schauen wir mal. Ein Spieler kriegt den Gegner. Ich glaube, ich mache das mit dem Crit hier. Es wäre halt auch wieder live. Aber live kriege ich halt öfter. Ich nehme das mit dem Crit mit. Eigentlich sollte ich das mit dem Leben nehmen. Hätte jetzt schon 2x45% Leben hochballern können.
aber das, der eine ist, meine ich, ein bisschen seltener. Den kriegst du nämlich nur von Rares. Live kriegst du auch mal 15% von irgendwelchen Low-Mobs. Hier, das mit dem Kessel zerstören habe ich bis heute noch nicht geblickt, was mir das bringt. Irgendwie kommt da gar nichts rum bei. Was? Inerva, der schwerste Boss im Raid. Inerva ist der mit den Anima-Dingern, ne? Das ist, glaube ich, da ist ein bisschen Absprache und halt Movement gefragt, ne? Was haben wir da? Ausgang. Schau mal, es gibt da so einen extra Ausgang. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte, ich muss immer aufs Tor drücken. Interessant. Ich brauche ein Ziel. Ich habe übrigens gehört, dass es auch so einen Schatzgoblin wie in Diablo geben soll hier, ne? Mal gucken, ob ich so einen finde. Muss ein bisschen ins Auge aufhalten. Aber nochmal, um auf deine, auf die Geschichte zurückzukommen mit dem Kaufen von so einem Run. Wenn du genug Gold hast und sofort ein Legendary haben willst, dann mach's halt einfach, ne? Wobei ich für NHC-Bosse 200k echt zu viel finde, tatsächlich. Also, ne, soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber NHC müsste doch mittlerweile jeder Hans Wurscht machen können. Also. Wenn du so gute Gaben hast, dann würde ich es vielleicht eher gamblen, wenn du mit dem Raid wirklich gar nichts anfangen kannst. Ich brauche ein Ziel. Also ich als ah, schau mal, da ist der Mondfeuer-Trade, den wollte ich haben, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Also ich als Tank habe jetzt in den normalen Torghast-Runs tatsächlich so gemacht, dass ich nur auf Damage gegangen bin. Alles, was defensiv ist, bringt mir nichts, weil ich es im Normalfall, also weil nichts eine Bedrohung für mich war. Wisst ihr, was ich meine? Und ich im Ende, oder ne, wenn du natürlich 5 Milliarden Mobs pullst und dann CC wirst, dann kannst du natürlich aussterben, klar. Aber im Normalfall bist du defensiv safe. Du brauchst bloß mehr Damage, weil du im Verhältnis so wenig Schaden machst, dass du 5 Jahre für jeden Boss brauchst. Deswegen habe ich dann nur offensive Sachen genommen. Aber hier im, ne, im gewundenen Korridoren, da merkst du es am Ende so, ab spätestens ab Ebene 14 zieht es dann so langsam an und dann so 16, 17 rum, da hauen die Mobs so rein. Also da, das Problem ist, ich mache jedes Mal den gleichen Fehler, ne? Ich bin, also als Tank ist es schon so, du machst die Mobs effizient, wenn du viele zusammenpulst, weil du sehr viele, also im Verhältnis machst du recht gut AE-Schaden und relativ wenig Single-Target. Deswegen macht es halt immer Sinn, als Tank die Mobs alle zusammenzuziehen, weil man dann sehr halbwegs effizient tot kriegt. Das Problem ist, du kannst halt nicht, du hast einen Kick, ne? Und wenn du aber 10 Mobs hast, die vielleicht auch Caster sind und auseinanderstehen, du kannst nicht mehr alle interrupten. Und wenn du dann X4s frisst und die Mobs dann doch relativ gut Schaden machen und du dann durchzitiert bist, dann machst du halt nichts und verreckst halt einfach. Und das wird mir auch bestimmt in dem Run wieder zum Verhängnis, weil ich nicht jemand bin, der zu Vorsicht neigt, sondern eher zu, jetzt reizen wir es mal aus, so lange wie es geht und dann schauen wir mal. So ein Typ bin ich. Ich versuche mich selber schon ein bisschen zu zügeln, auch was im M-Plus angeht. Da versuche ich jetzt erstmal immer, wenn ich eine höhere Stufe bin, erstmal zu sagen, okay, ich bin jetzt mal, mach jetzt erstmal ein bisschen langsamer, schau erstmal, ne? Am liebsten würde ich überall rein und drauf kleben, aber so ein bisschen lernfähig bin ja tatsächlich ich auch. Ja, so mit der Zeit. So ein wenig zumindest. Hat dir 300k gegeben? Du, ich hatte letztens, war ich, ich glaube Ebene 2 war das im Torghast, ne? Und da hatte ich letztens schon mal auch im Stream erzählt, da war ich auf dem Layer 17, ne? Und dort bin ich dann beim Endboss von 17 bin ich gedisconnected im Bosskampffight. Ne, der Boss war noch halb am Leben oder so, bin ich gedisconnected. Dachte mir, okay, super, jetzt ist ein Leben weg, weil bis ich wieder eingeloggt bin, wenn du mal im Kampf raus disconnected, ist es ja oft so, dass du dann ewig zum Einloggen brauchst. Ich habe so viele Addons drauf, es sind 2 Minuten, bis ich wieder eingeloggt bin. Bis dahin bin ich auf jeden Fall tot. Ne? Log wieder ein, dann war ich aber nicht tot so, und ich war auch nicht mehr in der Ebene 17, sondern ich war vom Endboss in der Ebene 18 gestanden. Da dachte ich mir, hey, wie kann denn das sein? Also selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Endboss quasi von 17 totgetickt ist, ne, durch irgendwie Dornen, was eigentlich auch nicht sein kann in der Zeit. Also eigentlich kann es gar nicht sein, dass er gestorben ist, aber nehmen wir mal an, er ist gestorben, okay, ja.
wie kann es dann sein, dass ich nach dem Disconnect auf einer anderen Ebene bin? Okay, dann habe ich gedacht, okay, ist ja wurscht, ist ja jetzt gut gelaufen für mich, ne? Hab noch meinen, ich weiß gar nicht, ob ich die Tode noch hatte, ich habe da, glaube ich, gar nicht gecheckt. Dann war ich beim Endboss auf quasi der zweiten Ebene. Also auf Layer 18, aber Ebene 2 quasi. Und dann hatte der Typ 10 Millionen Leben. Da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also ich habe ja eins davor gemacht und da hatte der, glaube ich, 1 oder 2 Millionen. Ne? Und dann hatte der auf einmal 10 Millionen. Da dachte ich mir, das kann sich doch nicht verzehnfachen. Okay, dann habe ich den gespielt. Und davor, der in 17, ne, in dem Layer 17, was hatte der? Der hatte vielleicht auch nur 1 Million. Das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich den gemacht. Weißt du, was der mir reingehauen hat? Das war ein Melee-Mob, ne? Und ich als Guardian, denke ich mal, bin einer der Tanks, die am besten gegen Melee-Mobs klarkommen, weil ich kann mir Rüstung hochstecken. Und ich kann mir, wenn ich so viele Trades habe, habe ich dann extrem viel Wut. Also ich kann meine Rüstung auf 80% oder so hochhauen. Also da kommt eigentlich nicht mehr viel durch. Wenn er nur Melee-Hits macht, bin ich da ziemlich tanky gegen. Der hat mir teilweise am Ende, ich hatte 600.000 Leben, ne? Ich habe nur Leben gesteckt bei dem Ding. Hat der mir 90% oder 80% von meinem Leben abgezogen. Also der hat mich mit 400-500k gehittet und ich bin dann, glaube ich, ein paar Mal gestorben. Und ich konnte ihn tatsächlich nur töten, indem ich quasi ihn gekitet habe und Mondfeuer getötet habe. Mein Glück war, dass ich relativ viele Mondfeuer-Stacks hatte und ich dementsprechend mit Mondfeuer viel Schaden. Aber ich konnte ihn nicht mehr tanken. Obwohl, selbst mit Active Mitigation auf 4 hochgestackt, ich konnte immer nur einen Hit dranbleiben, muss dann wieder weglaufen. Also das war ein richtiger Rotz. Das muss aber ein Bug gewesen sein, weil ich bin dann in die Ebene, also Ebene 3 rein, ne? Und dort, auf einmal, hat der Endboss nur 3 Millionen gehabt. Wo ich mir dachte, alles klar, das muss definitiv ein Bug gewesen sein. Und der eine 4 hatte dann halt auch nur 3 oder 4 Millionen. Also auch wesentlich weniger. Der muss irgendwie gebuggt sein und wahrscheinlich habe ich dann gegen einen maximalen Dude gekämpft oder so. Keine Ahnung, das war sehr komisch nach dem Disconnect. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Schiss, wenn ich disconnecte im Torghast. Und wie gesagt, letztens, wo ich dann auf 5 war, ist es leider öfter passiert, dass dann irgendwas Komisches ist. Unter anderem hatte ich auch das Problem, warte mal, jetzt müssen wir mal kurz gucken, das ist kacke. Eure kritische Schaden und eure kritische Heilung sind um 30% erhöht. Nein, das machen wir nicht, aber die Heilung insgesamt, nee, das machen wir nicht. Irgendwie so Malus-Sachen, das willst du nicht. Nee, ich bin jetzt gerade auf Ebene 6 drin, will danach 7 und 8 noch machen heute. Heute will ich halt durchziehen, dass wir fertig werden. Mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe es mal, ja, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, dann nehmen wir jetzt hier mal das Live mit. Wir nehmen die Stats mit. So, das muss ich fast mitnehmen. Ah, das hätten wir eigentlich auch kaufen können. Naja, egal. Das brauchen wir. Zumindest einmal. Nurren können wir mitnehmen. Mit Heart of the Wild spiele ich nicht, könnte ich aber mal machen. Nehmen wir das mal mit, falls ich einen Caster-Endboss kriege. Das war jetzt eine reine defensive Sache, dass Mobs, die quasi, warte mal, haben wir hier noch ein paar Geister? Hab jetzt nichts gesehen, ne? Hier. Ach ne, hier in den Dinger sind noch welche drin. Das Licht wird uns nicht vergessen. Ach so, okay, die fliegen zu mir ran. Ah, ich nehme lieber mal alles mit, ne? Man weiß nie, wie krass das noch wird. Ich habe ja in den normalen Torghast-Dingern, wo du ja nur 8 Ebenen hast, habe ich ja mal so ein bisschen Speedruns versucht, ne? Versucht es halt. Hier, da liegt die Betonung drauf. Und zwar dachte ich mir, komm, das müsste ich doch packen. Ich laufe einfach durch. Also ich stell es einfach komplett durch und scheiß auf alles. Renn halt einfach zum Endboss durch, hau ihn um, fertig. Weil im Endeffekt, solange du den Endboss tot kriegst, ist es ja wurscht, ne? Was du da für Bonis geholt hast, das ist ja alles wieder weg. Dachte ich mir, mache ich das effizient? Das klingt in der Theorie auch nach einer sinnvollen Sache. Das Problem ist, in der Praxis ist es am Ende, also auf dem, ich glaube, auf der siebten Floor quasi, beim kurz vorm Endboss, hat es halt dann einfach nicht gereicht. Da musste ich halt progressen und für dann wirklich den Endboss musste ich mir dann mit dem Twink noch Trommeln schicken, eine Flask, Pots, Buff-Food, also ich musste wirklich alle Register ziehen und habe den Endboss gerade so tot gekriegt. Aber das war wirklich mit,
da musste ich wirklich richtig gut dann noch spielen. Sonst kann ich ja in Torgast so ein bisschen mit Eierschaukeln durch, ne? Aber da musste ich dann halt alles ziehen mit Kiten, mit CC'en, mit Off-Healen und allem Möglichen. Und hab's dann gerade so irgendwie hingepackt und noch, muss das einfach dazu sagen, und noch ein Tücken Glück, ne? Hab bis auf den letzten Tod die durchgewiped. Also von der Effizienz her war es halt null effizient, weil ich halt wahrscheinlich länger gebraucht hatte, als wenn ich es normal gespielt hätte. Und naja, Tornado, grüß dich. Also, vielleicht wenn man besseres Gear hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann da relativ ordentlich das machen kann, ne? Aber mit dem Gear, was ich da hatte, knapp 200 Item Level, nicht so. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Klasse dann noch an. Aber weißt du, wenn ihr wirklich gar keinen Trade, oder ich hatte halt die Trades, die ich mitnehmen musste, ne? Halt beim Endboss von jedem Floor, den musst du ja töten, dass du weiterkommst. Die hatte ich natürlich schon mitgenommen, ne? Also ich habe es mir jetzt nicht schwerer gemacht, als ich musste. Aber ich habe halt keinen normalen Mobs gelegt, keine Toon aufgemacht und dieses ganze Zeug. Alles, was ich skippen habe können, habe ich geskippt. Und das Druid ist es halt ganz schön. Du kannst halt einfach durchstealthen. Und selbst wenn Mobs drin sind, die so einen Augenbuff haben, wenn du weit genug läufst, resetten die Teils. Da ist der Schatzgoblin. Ich habe doch gesagt, es gibt diesen Schatzgoblin jetzt hier drin. Moment. Wie mache ich das jetzt? Kann ich den angreifen? Ah ja. Ach, wisst ihr was? Ich habe gehört, wenn du den Schatzgoblin findest und so eine Orb hast, die den in eine Orb umwandelt, dass du dann... Was ist denn das jetzt hier für ein Ding? Dass du dann so ein Portal in eine andere Ebene schaffen kannst, ne? So eine Art wie das Q-Level in Diablo, falls euch das was sagt. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es genau funktioniert. Und ich habe leider so ein Ding nicht mitgenommen. Hätte man vorher eintüten können, tatsächlich. Hätte ich das mal gemacht. Das hätte ich mir gern angeguckt, ne? Was dann passiert. Tatsächlich. Muss ich mal Knoten draufhauen auf die Gegner. Dann kriegen die nämlich mehr Schaden. Ich habe nämlich jetzt schon zwei Knurrendinger, ne? Kriegen die 30% mehr Schaden. Also auf einen Mob kann ich es theoretisch oben halten, den Debuff. Und das macht halt schon was aus. Ach komm, das ist doch kacke. Ich krieg halt nur dieses mit dem, das Dots überspringen, aber das bringt mir leider nichts. Das bringt mir leider nichts. Also mir ist aufgefallen, hier in den Korridoren sind tatsächlich ganz andere Trades relevant und interessant, als jetzt in dem kürzeren, wo du nur 8 Ebenen machst. Einfach, weil die Mobs halt am Ende stärker werden und du halt auch ein paar defensive Sachen brauchst. Und manche Sachen, die tun deine Stärke nicht unmittelbar erhöhen, aber machen vielleicht so kleine Effekte, die sich dann auf lange Sicht schon rentieren. Und dann kannst du viel, viel mehr Zeug kombinieren, ne? Das ist zum Beispiel mit den Schlundratten. Das lohnt sich extrem. Jetzt habe ich durch den einen Trade hier schon gleich 100% mehr Leben, ne? Und das ist natürlich ein... hilft natürlich extrem, ganz klar. Sind wir irgendwo falsch abgebogen? Hätte ich noch irgendwo hingehen können? Ich hätte, glaube, oder? Hätte ich da noch laufen können? Ich glaube, da war keine Möglichkeit, rüber zu laufen, oder? Soll ich nochmal hinschauen? Weil ich glaube, hier hinten geht's raus. Gucken wir nochmal ganz schnell, dass wir nicht so viel liegen lassen, tatsächlich. Kann ich nebenbei nochmal ein bisschen reposten. Ich habe jetzt mit dem Twink schon wieder die Woche 500 Sachen verkauft. Das müsste auf jeden Fall über ein Goldcap sein. Ne, okay, hier war zu. Aber auf das kommst du tatsächlich nur, wenn du halt permanent dran bleibst und das Zeug rauspackst, wieder reinstellst. Rauspackst, wieder reinstellst. Weil hier auf Antonidas ist halt so viel Konkurrenz tatsächlich. Ich war ja in BFA, also vor Shadowlands. War ich auf vielen Servern unterwegs, aber das klappt im Moment gar nicht, ne? Also ich könnte natürlich auf 3 Servern unterwegs sein, Zeug einstellen, dann bin ich bei allen unterboten und kann halt nur einen ständig reposten. Deswegen macht das im Moment leider gar keinen Sinn, was ein bisschen schade tatsächlich ist. So, jetzt haben wir hier mal alle zusammengezogen, aber ich habe ja mein Leggy, wo ich dementsprechend hier so ein bisschen ein Absorbschild aufbaue. Deswegen ist das gar nicht so schlimm, ne? Also wenn wir da viele zusammenziehen, baue ich mir ständig Absorbschild auf, seht ihr, 50.000. Da ist es teilweise sogar gar nicht schlecht, wenn ich einen Boss habe, der einen Haufen Leben hat, und ich dann einen Haufen kleine Mobs dran habe, dann kann ich mir über die kleinen Mobs das Absorbschild aufbauen, denn mein Legendary macht, dass Hauen ein Schild von 75% des gewährten Schadens
oder des verursachten Schadens gewährt. Ne? Heißt, wenn ich viele kleine Mobs habe und die alle mit Hauen treffen, und Hauen ist uncapped, also ich kann theoretisch 1 Million Mobs gleichzeitig treffen damit, dann ist das Schild schon gar nicht so verkehrt. Aber ist natürlich gecapped. Ne? So, jetzt bin ich überlegen, Free Death oder Mondfeuer. Wir nehmen mal Mondfeuer mit, weil Mondfeuer kann ich stacken. Das macht tatsächlich Sinn. Free Death brauche ich eigentlich nur einmal. Ich weiß gar nicht, wenn ich den Trade mehrmals kriege, ob mir das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Vielleicht geht die Zeit runter oder so, das kann natürlich sein. Aber das Mondfeuer-Ding, wenn du da viele hast, dann ist das relativ stark, denn wenn ich auf einem Gegner Mondfeuer drauf habe, dann verursacht der mir 10% weniger Schaden. Das kannst du stacken. Jetzt hab das mal 5-mal, dann macht der Mob schon mal 5% weniger Schaden. Ich frage mich, was passiert oder passieren würde, wenn ich das 10-mal bekommen würde. Ne? Das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber ich glaube, ich habe schon mal auf 3 oder 4 habe ich schon gestackt gehabt. Ist natürlich für einen Boss extrem stark. Ne? Wenn ich so einen Boss habe, der mir dann so und so viel weniger Schaden verursacht, das macht dann schon einiges aus tatsächlich. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Ich denke mal, den Free Death, den werde ich sicher nochmal irgendwo anders bekommen. Also, da brauche ich jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Jetzt schauen wir mal, können wir hier noch ein paar Mobs zusammenziehen? Jetzt hier in den unteren Ebenen ist das noch alles kein Stress. Da kann ich jetzt hier noch einen Haufen Viecher ziehen, einfach wegcleaven, vor allem mit Inka, ne? Die CC'n hier auch alle nicht. Da kann ich jetzt auch hier in den Flächen drin stehen bleiben, ne? Mein Schild, seht ihr, wie das wieder hochgeht? Selbst wenn ich jetzt hier alles abkrieg, da bin ich die ganze Zeit bei 100%, solange ich Inka anhab. Auf den höheren Ebenen sieht es dann anders aus. Nehmen wir mit, das mit den Gestalten ist nicht so geil. Ah, das ist jetzt eine schwere Entscheidung, ne? Ne, eigentlich würde ich immer auf Hauen gehen, aber ich habe echt gesehen, dass im Single-Target Mondfeuer einfach stärker ist, tatsächlich. Und ich muss eigentlich, das kann ich euch auch als Tipp geben, immer die Single-Target-Variante der E-Variante vorziehen. Achso, da kommen jetzt hier immer weiter Mobs raus. Ja, ich blick immer noch nicht, was das bringt, wenn ich den Kessel zerstöre. Ich krieg da keine Orb, ich krieg da einfach gar nichts. Ich bin außer Reichweite. Einfach mal gar nicht. Weil eigentlich das Einzige, was wirklich zum Problem werden kann, sind halt die Bosse, ne? Die Mobs kannst du theoretisch auch alle einzeln pullen. Aber das mache ich natürlich jetzt in den niedrigen Ebenen nicht, ne? Ich brauche eh schon relativ lang, ne? Ich denke mal, als CD kann man hier wesentlich schneller durch sein. Muss man gleich mal gucken, wo ich hinlaufen muss. Da noch ein bisschen rein LOSen. Mittlerweile haben wir jetzt 24 Trades. Jetzt noch nichts Krasses, aber die... Die ganz krassen Trades bekommst du immer von den Boss-Mobs. Ich glaube, auf der nächsten Ebene müsst ihr dann ein Boss-Mob kommen. Auf Ebene 6, glaube ich, ja. Und da kriegst du dann immer ein episches Teil. Und da ist dann immer ein bisschen ätzend, wenn du von den... Also, ich habe bis jetzt dann immer 3 epische zur Auswahl gehabt, wenn dann 3 Kacksachen dabei sind. Das war dann immer so ein bisschen... Müssen wir gleich mal schauen, was wir kriegen. Weil da gibt es halt einen, dass ich dauerhaft hier Herz der Wildnis habe. Das ist ja ganz schön, aber dann musst du es halt auch aktiv damit spielen. Ne? Mit Herz der Wildnis erhöhst du halt eine Affinity extrem. Und dann müsste ich halt in der Eulen... Ach, das sind beides Kack-Trades. Da müsste ich halt aktiv in der Eulen... Ollenspec was spielen und dafür müsste ich halt die ganzen Zauber rausgezogen haben, ne? Und das habe ich nicht, deswegen macht das für mich relativ wenig Sinn. Da müsste man halt sich so ein Old Reef Set zusammengebaut haben. Okay, also hier ist schon mal Endstation. Schauen wir mal rüber. Hergekommen, ich glaube da hinten sind wir hergekommen, dann müsste es doch hier weitergehen. Ach, da ist eine Kiste. Schau mal an. Ziehen wir vielleicht die noch mit ran, oder? Cleaven wir die hier weg und danach basteln wir an der Kiste rum. Bis ich mit der Kiste fertig bin, ist Ding auch wieder durch, ne? Also was ich jetzt ganz gerne hätte an Trades, ist noch ein bisschen mehr... Okay, der viert einer. Ein bisschen mehr Leben hätte ich ganz gern noch. Und vor allem, ich hätte ganz gerne ein paar prozentual mehr Damage-Buffs. Und sobald ich das habe, bräuchte ich dann so ein paar Fähigkeiten...
die Damage an sich procken. Also da gibt es drei oder vier verschiedene, die einfach nur stumpf Damage auf die Gegner procken. Und wenn du dann prozentual mehr Schaden-Trades hast, und zwar gestackt welche, dann hauen die richtig raus, ne? Dann hauen die richtig, richtig raus. Ah, schau, so war's. Einfach ein bisschen rum. Ach. Ach, das sind beides Kack-Trades. Aber wenn ich vielleicht später den Starfall-Trade bekomme, dass wenn ich in die Eulengestalt switche, Starfall automatisch gezogen wird, dann könnte sich das lohnen. Und zwar den Trade, den ich mir gerade geholt habe. Der macht, dass ich unter anderem auch in anderen Gestalten meine Active Mitigation aufrechterhalten kann. Ne? Und wenn du so einen Boss hast, der richtig rauslatzt, ganz am Ende, und du dann in die Eulengestalt zum Beispiel gehst, dann ist deine Active Mitigation weg und dann frisst du halt mit einem Schlag so einen Riesenhit, hast du halt die Active Mitigation trotzdem in der Eulengestalt, also bleibt die, dann ist das halt relativ stark, weil dann bist du halt auch in den anderen Gestalten ziemlich defensiv, ne? Dann kannst du auch mal in die Normalgestalt gehen, dich heilen und hast trotzdem noch deine Rüstung oder kannst halt in die Eulengestalt gehen und dann noch extra Schaden machen und dann gibt es unter anderem so einen Trade, wo du je nachdem, was du für eine Gestalt switcht, halt immer automatisch eine Fähigkeit einsetzt. Und das ist ziemlich stark, ne? Also, du gehst zum Beispiel in die Eulengestalt und setzt Starfall ein. Und zwar hast 6, 7 Sekunden Starfall. Und jedes Mal, wenn du rein switchst, du kannst ja jede Sekunde switchen, also das hat ja keine Abklingzeit, ne? Und wenn du in die Bärengestalt gehst, setzt du die Rasenregeneration ein, die ja eigentlich eine Abklingzeit hat. Oder ich glaube, in der Normalgestalt hast du die Ironborg. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Angelegenheit. Komm, machen wir hier mal den adaptiven Schwarm ein bisschen stärker. Also, ja, da geht auf jeden Fall was. Und dann kannst du nämlich solche Taktik spielen. Du rennst rum, drückst einfach nur Bärengestalt, Eulengestalt, oder kannst sogar noch Katzengestalt machen. Switch durch Katzengestalt, Eulengestalt, Bärengestalt und switch einfach nur so durch. Drückst einfach nur diese vier Tasten. Und dann macht er mit der Katzengestalt die ganze Zeit den Speed an, bist du schneller. Mit der Eulengestalt spammt er die ganze Zeit Starfall. Und mit der Bärengestalt Rasenregeneration, die dich die ganze Zeit hochhält. Also da bist du fast unsterblich, bist extrem schnell. Und zusätzlich machst du nur ganz gut AE-Schaden. Für Bosse jetzt eher ungeeignet, aber für so kleine Mobs ist eine ganz geile Sache eigentlich. So, jetzt nehmen wir hier mal noch ein bisschen was mit. Das könnten wir mal mitnehmen, das ist ganz gut. Da hat nämlich meine Inka 30 Sekunden weniger Abklingzeit. Das ist zwar für AE gut, aber Single-Target lohnt sich das nicht. Da habe ich 50% mehr Schaden, wenn drei Ziele Mondfeuer habe, aber gegen den Boss ist das halt Käse. Gegen den Boss. Warte mal, habe ich das Blatt schon? Das bräuchte ich nämlich einmal, bräuchte ich es auf jeden Fall. Achso, das kann ich mir nicht anzeigen lassen. Nee, das habe ich noch nicht. Okay, das müsste ich mal noch mit. Das müsste ich mitnehmen. Könnte ich noch mitnehmen. Tempo mit. Könnte ich meine Tode noch erhöhen, ne? Geht das über 5 hinaus? Warte mal. Schauen wir mal testen. So, jetzt habe ich 6 Tode. Das letzte, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass du deine Tode erhöhen kannst. Es wurde mir dann letztens gesagt. Als ich keine mehr hatte, warum ich das nicht gekauft habe und dann war ein bisschen Stream-Delay und dann habe ich mir das Falsche, habe ich mir doch nicht geholt, zum Glück habe ich den Boss auch noch gekillt. Das mit dem Schleichen ist halt eigentlich kacke, wir nehmen mal das mit den Anima-Bonis mit. Das bringt mir zwar auch nichts, aber naja. So. Schauen wir mal. Hier im Boss kann ich relativ gut testen, was ich an Damage jetzt habe, ne? Achso, ich muss ja mal einen Taunt draufhauen. Ich habe jetzt den Taunt-Trade. Vor allem, was halt welchen Schaden im Moment noch raushaut, ne? Eigentlich ziehe ich fast nur Hauen drauf, aber ich denke mal, Hauen wird nicht das erste sein. Seht ihr, Mondfeuer dort ist ganz oben, obwohl ich das nur alle 20 Sekunden einmal draufcaste. Weil du kannst den halt auch dann extrem hochbuffen, ne? Also Single Target, das hat mich selber überrascht, dass das den meisten Schaden dann macht. Tatsächlich, ne? Ja, 16 Sekunden ist er drauf. Also alle 16 Sekunden habe ich einmal Mondfeuer drauf, macht halt ein Drittel von meinem Schaden. Krass. Obwohl ich die anderen Sachen halt spamme. Hauen haue ich die ganze Zeit drauf. Sogar mit Inka ziehe ich damit durch, aber ist gar nicht so stark.
Ich bräuchte halt jetzt, wie gesagt, noch Trades, die direkten Schaden machen. Dann geht das nochmal ein gutes Stück nach oben. Stück. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir da hinten was Gutes kriegen. Also, ich bräuchte die 50% mehr Damage-Sachen. Es gibt zwei Sachen, die mein Damage um 50% erhöhen. Okay. Hier habe ich zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei Animazellen. Wäre okay, aber ich glaube, ich nicht so gut. Euer Schaden und eure Heilung sind 50% erhöht. Wenn ihr Schaden kriegt, ja, dann wird die bewegt. Das hier ist einer der guten Trades, aber ich bin die ganze Zeit geslowed. Und das ist diese Sache, die ich meinte, wo ich hin und her switchen kann zwischen Bären und Dingsgestalten. Ne? Das ist auch stark, immer eh. Single-Target ist das aber mit am stärksten, deswegen muss ich das nehmen. Jetzt werde ich aber länger insgesamt hier durchbrauchen. Eigentlich ist das nicht so gut, wenn ich das so früh hole, Ebene 6. Ja, aber es ist einfach zu stark Single-Target, deswegen muss ich es mitnehmen. Das hilft leider alles nichts, aber jetzt werde ich halt die ganze Zeit runtergeslowt, ne? Es geht dann relativ schnell, dass ich um 100% geslowt bin. Als Druide habe ich aber den Vorteil... Also, ich weiß nicht, ob ich das als Nicht-Druide mitnehmen würde, weil ich kann es einfach wegshapeshiften. Schau, ich gehe aus dem Bär raus, zack, ist wieder weg, das Ding. Muss ich hier bloß schauen, dass ich es nicht verkacke, weil die Dinger machen teilweise recht gut Schaden. Huhuhuhu. Also ich glaube, in der niedrigen Ebene dürfte mich das noch nicht killen. Ne? Also da dürfte das eigentlich nichts ausmachen. Aber ohne Scheiß, ich war auf den höheren Ebenen und ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass es prozentualer Schaden ist. Weil ich hatte 600.000 Life, das war der eine Run, wo ich so extrem Life gestackt hatte. Und ich wurde gewonshottet von so einer Klinge. Ne? Ich dachte mir halt, ja, es juckt mich halt alles nicht, ob da irgend so eine Klinge ist. Ich laufe da einfach durch, ich habe so viel Leben. Ne? Ich habe über eine 500.000 und dann lag ich im Dreck. Und dann war ich so eine kurze Sekunde, das kann doch nicht wahr sein. Hat mir das jetzt über 500.000 Schaden gemacht. Aber ja, es hat mich einfach weggewonshottet. Da war ich sehr überrascht. Deswegen bin ich bei den Dingern jetzt ein bisschen paranoid geworden und mache das lieber ein bisschen vorsichtiger. Ja, komm. Ja, nehmen wir das mal. Dann kann ich durchgehen. Jetzt habe ich schon 36 Sekunden lang Baumrinde. Einmal brauche ich es noch, dann kann ich es durchgehend aufrechterhalten. Das ist dann schon ganz gut. Wenn du durchgehend Baumrinde hast, kriegst du durchgehend 20% weniger Schaden. Und Baumrinde ist ja... Achso, hier ist auch noch eine Klinge. Baumrinde ist bei mir ja auch noch... ist ja auch noch offensiv, weil ich den Ding mitgeskillt habe, dass Baumrinde die ganze Damage verursacht, ne? Hä, warte mal, warum habe ich jetzt Blutraserei drin? Ach, komm. Was zur Hölle? Ich habe sonst immer Dornenrank... Ja, das Problem ist, ein Torghast hier kriegst du blöderweise... oh, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Kann ich da den Boss mit reinpullen? Ich hoffe, das ist jetzt keiner. Komm, wir cleaven die jetzt so nebenbei. Ich habe jetzt leider keine Inka ready, aber die dürften ja schwach genug sein, dass ich beide machen kann. Das Problem ist, du kriegst ja hier öfter so Trades. Das hört sich nicht so gut an. Oh fuck, ich bin halt übelst weggeslowt. Ich kann nicht moven. Ja, dann ziehen wir einfach eine Wall dagegen. Du kriegst ja hier öfter, dass du zwei Trades gleichzeitig kriegst, ne? Und dann nach Torghast setzt sich das nicht mehr zurück auf das, was du hattest, sondern wählt halt irgendwie random eins von beiden aus. Normalerweise spiele ich halt immer mit Dornenranken. Gut, dass ich das jetzt gerade gemerkt habe. Jetzt ist das natürlich nicht so gut mit dem Trade. Ich hoffe, ich krieg nahe noch den anderen hier, dem ich normalerweise spiele. Gut, dass wir da jetzt gerade reingeguckt haben. Es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was du an Trades hast, ne? Und was du an Skillungen hast, was du dann auch nimmst. Ja, gut, nehmen wir nochmal die Baumrinde. Hätte ich vorher lieber die Tempo genommen. Wie lange haben wir es jetzt? 48 Sekunden hält, 52 Sekunden hat es Abklingzeit, ne? Ich
lol, da kann ich alle Gegner von mir ständig wegstoßen. 9% Crit, das hört sich aber nicht so geil an, weil dann kann ich sie nicht cleaven. Ich will eher, dass die rankommen. Eure Angriffe haben eine Chance, Säurekumpen zu verschießen, der 7400 Naturschaden verursacht und euch möglichst 8 Sekunden lang 100% der Rüstung des Ziels zu ignorieren. Das klingt krass, das nehmen wir mit. Ich mache ja sehr viel Melee-Damage auch und die Rüstung komplett zu ignorieren und dann nochmal einen Haufen Schaden zu machen, ist ja eine richtig starke Sache. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hatte ich bis jetzt noch nicht diesen Trades? Schau mal, was ist denn das hier? What the fuck? Wie viele Orbs sind denn da, bitteschön? Hey, hier ist das doch bestimmt eine Falle. Ah, das, okay, das kann ich sogar nutzen. Jetzt hätte ich gern das mit der Eulen-Mondfeuer-Geschichte hier, ne? Das wäre natürlich sehr stark. Aber die haben beide eine Orb dabei. Ach, die Orbs wurden mir nur angezeigt, weil ich ja diesen Trade mitgenommen habe, dass ich sehe, wo irgendwelche Orbs drin sind, ne? Ich hoffe, das Gluckern ist jetzt nicht so laut. Ich bin ein bisschen an meiner Trinkflasche. Hier, diesmal Wasser tatsächlich. Aber schau mal hier. Baumrinn, Eilenborg, macht ein bisschen Schaden. Nehmen wir das halt mit. Schlundraten. Halt beides kacke. Nehmen wir die Kugel mit, dann kann ich noch ein bisschen heilen beim Boss. Eventuell kommt da auch wieder ein Gegner raus. Ja. Ich hab's mir gedacht. Warte mal. Das ist glaube ich, so ein Kollege, meine ich, wo man richtig move muss. Und diesmal... Ach so, das ist natürlich jetzt ganz scheiße, dass ich den Anti-Movement-Buff drauf habe, ne? Ja, gut. Ja, gut. Das wird jetzt eher schwierig, dann aus einem raus zu moven. Was haben wir denn da gerade für eine Kugel gekriegt? Ist das so eine... Ah, schau mal, das ist gedroppt. Das habe ich noch nie droppen sehen. Ist das so ein Typ? So ein Movement-Hanswurst? Ne, ich glaube, das ist gar nicht so einer. Okay, hatte ich mich vertan. Muss immer dran denken, dass ich einen Taunt immer draufhaue, ne? Das machst du ja im Normalfall als Tank eher nicht, dass du immer drauf tauntest. Ist sogar eher schlecht, weil dann wären Mobs spottimmun und so, deswegen sollte man das eigentlich nicht machen. Hätte verdient mir für das mal 100% verringert, aber den verursachten Schaden um 10. Ich habe gar keinen Schadensmalus, oder? Weil es ist anscheinend doch so einer. Ein Schadensmalus? Ich habe, glaube ich, gar keinen Schadensmalus. Dachte mir schon, das muss doch so ein Mob sein, der so einen Kack draufhaut. Okay, dann holen wir den mal raus. Vielleicht kriegt den als Anhänger. Komm mal mit hier, Kollege. What the fuck, was kriegt denn der für einen Schaden von der Schlundratte? Er hat 2 Hits gefressen, ist schon fast tot. Von der Schlundratte wohlgemerkt, ne? Wo wir den hinbringen müssen. Also ich habe mittlerweile rausgekriegt, ne, dass du nur, danke dir fürs Followen, dass du nur quasi Anhänger bekommst, wenn die von deinem Covenant sind, ne. Also wenn ich jetzt einen Kyrianer hier raus begleite, dann hat der eigentlich nie eine Quest, also den kann ich dann auch nicht als Anhänger kriegen. Also den hier könnte ich eventuell bekommen. Es gibt ein Achievement, dass du 12 Stück von den Typen, also alle 12, naja, das ist jetzt kacke. Wir nehmen das jetzt mit, 3% Tempo ist jetzt nicht so viel. Dann kann ich bei AE-Gruppen eventuell ein bisschen mehr Schaden machen. Vielleicht ist der Endboss ja auch ein... Also es gibt so einen Blub, ne? Ach shit, ich hätte sehen können vorher bei dem einen Typen, was der Endboss für ein Mob ist, ne? Dann hätte ich gewusst, auf was ich gehen muss. Hätte man mal nachgeguckt. Es gibt nämlich auch Endbosse, die aus mehreren Mobs bestehen, ne? Die so Blubs, die tun sich dann auf, Dings, und da könnte ich dann theoretisch auch alle dotten und sowas, also das würde schon gehen. Aber da hätte ich mal gucken sollen. Sollen wir mal ein paar zusammenpullen hier? Weil hier müsste es eigentlich nur gehen, Ebene 8. Dürfte jetzt eigentlich kein Stress sein.
Wenn ich den ganzen Kleinzeug hier mal vielleicht weckerehen, dann sind wir einen Ticken schneller zumindest durch. Hütet euch. Ich bin dann eh 100% geslowt und kann mich dann nicht mehr bewegen. Also ich muss die schnell zusammenziehen und dann müssen wir halt gucken. Na gut, hier ist jetzt nicht sonderlich viel drin. Da hinten nehmen wir das noch mit, oder? Und dann machen wir den Laden hier zu. Hier wäre noch ein Teil. So, da ist gar nichts mehr. Ich hoffe, ich kriege den einen Trade mit der Fleischformung noch, ne? Also da gibt es einen, das halt die Fleischformung nur noch ganz kurz hält, dafür halt explodiert und richtig Schaden rauslatzt. Den hätte ich halt ganz gerne. Es hat nämlich so ein bisschen was von dem Anima-Ding, dass man... was haben wir hier Schönes? Seele des Waldes, bei verursachten Arkanschaden besteht eine Chance, nicht Elite zielen, leblose... Naja, das brauchen wir nicht, das ist total Käse. Seele des Waldes können wir mal mitnehmen. Bei Inka und Seele des Waldes. Ja, macht ein bisschen, haben wir ein bisschen extra Damage. Was würde ich sagen? Genau, das hat so ein bisschen wie von der Halskette, ne? Da gab es ja bei Tanks dieses Anima-Schild. Und das hat richtig rausgehauen. Okay, da war so ein Ding. Hat jetzt nicht aufgepasst. Da haben wir uns jetzt mal schön treffen lassen. Habt ihr gesehen hier. Aber hier macht das nur nicht so viel Schaden. Wir sind ja erst auf Stufe 8 oder auf Ebene 8. Da geht das alles noch. So ein krasser Damage-Boost fehlt mir tatsächlich noch, ne? Also, da muss jetzt dann noch was kommen, sonst sind wir später nicht stark genug. In der nächsten Ebene sind wir ja dann auch schon halb durch, deswegen... Naja, 46 Trades haben wir, das ist schon gar nicht so verkehrt, ne? Geht mehr, klar, aber schon ein bisschen was. Aber leider noch nicht so diese krassen, die krassen Trades, die halt rausdamagen, die bräuchte ich halt noch. So, vielleicht gibt der mir ja was. Danke für eure Hilfe. Ich komme ab jetzt allein zu. Ach, das ist ja richtig scheiße. Tatsächlich. Richtig scheiße. Baumrinde muss ich auch viel öfter einsetzen. Eigentlich kann ich jetzt Baumrinde halt durchgehend ziehen. Wäre fast gut, dass ich es mir auf Makro oder so beine, wisst ihr? Und dann durchgehend Baumrinde. Aber bei 10k DPS sind wir jetzt schon mal. Für den Endboss brauche ich halt so Minimum 25k. Lieber mehr. Ja, nehmen wir das mal. Alles nicht so optimal. Schauen wir mal. Hier müsste ja nochmal so ein Händler kommen, oder? Dann können wir mal auch nach dem Boss gucken. Du siehst ihn nämlich hier. Ach so. Ist das dann auch nochmal so ein Ghoul? Sonderbar. Nö. Das ist Kacke, Herz der Wildnis. Ach. Ja, komm, nehmen wir die zusätzliche Wahlmöglichkeit. Das ist doch jetzt ätzend. Das ist doch jetzt ätzend hier. Ja, da können wir gleich nochmal schauen. Jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen Action. Das hier ist ganz okay. Das ist so ein Damage Trade, den ich meine. Okay, den können wir mitnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Nein. Mehr live mit. Ha. Naja, das haut mir jetzt nicht vom Hocker. So, was haben wir hier? Nein. Definitiv nicht. Nein.
Mit dem Mondfeuer, das könnte ich mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Ach shit, ich wollte mir mal die Orb kaufen, ne? Aber ich habe ja noch eine, die muss ich jetzt mal einsetzen. Vielleicht, wenn wieder so ein Schatzgoblin kommt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Schatzgoblin, da sind wir schon auf Ebene 10. Hier auf den anderen Mob kann ich es eigentlich ein... Das ist... Crit. Komm, setzen wir das mal ein. Ach, kommt es drauf an, auf welchen Mob ich das setze? Weil jetzt habe ich es auf dem Skelett eingesetzt. Na super. Ich glaube, das... Das hat eine Auswirkung, auf welchen Mob man das draufhaut, ne? Das war jetzt natürlich Käse, das auf irgendeinen schwachen Mob zu hauen. Ach, hätte ich das mal vorher gewusst. Jetzt habe ich so einen Skelettdiener, der bringt mir halt überhaupt nichts. Weiß nicht, wenn der rippt, was dann los ist? Warte mal, ich mach mal da so einen... Oh, einen Fokus drauf. Wir gucken uns mal an, was der so reißt. Was macht denn der so einen Schaden? Naja, 1800? Ah! Der haut sogar mehr raus, ist dieser komische Hund, ne? Aber dann hätte ich wahrscheinlich lieber einen in der letzten Ebene mir schnappen sollen, weil die Mobs machen ja mehr Damage, ne? Sind ja krasser gescaled. Sogar ein bisschen Schaden, ne? Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn der halt wegrippt, ne? Da müsste man halt mal gucken. Muss mal schauen, ob ich den heilen kann. Oder ob sich das überhaupt lohnt. Oder ich lasse ihn mal sterben. Und schauen wir mal, ob er dann wiederkommt. Ob ich ihn dauerhaft habe oder ob der, wenn der einmal gestorben ist, ob es dann das war. Sowas hatte ich jetzt auch noch nicht, ne? Was ich vorher noch erzählen wollte, es gibt so ein Achievement, wo du alle möglichen Sondertrades dir erholen musst. Was wir hier alles zusammenpullen können. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Kommen die alle mit? Jetzt können wir uns schon nicht mehr bewegen. Also sind alle relativ nah beisammen. Mein Skelett hat jetzt schon ganz schön gelitten. Viel Leben hat es nicht mehr. Kriege ich dann immer nur so Kack-Trades? Das gibt's doch gar nicht. Also das eine mit dem Schleichen ist halt total scheiße. Dann hast du halt ein paar Sekunden am Schleichen einen Damage-Buff, ne? Wenn du irgendwelchen richtigen krassen Zauber hast, was du dann rausnatzen kannst. Zum Beispiel, wenn du, glaube ich, mit Eulen-Affinität spielst, Herz der Wildnis und dann bei den Nightfear bist und dieses... Oh, das ist ganz gut. Dieses Kovok oder wie das auch immer heißt, nutzt, ich denke mal, Dark, wenn du das dann hochbuffst, ne, und diese ganzen Plus-Damage-Prozente hast, dann kannst du den Boss so richtig aus dem Leben schießen, aber da ich nicht Nightfear bin, bringt mir das relativ wenig. Da kannst du wahrscheinlich richtig reinblasten. Schauen wir mal, wo der letzte Schlüssel ist. Hier ist auf jeden Fall noch eine Orb. Dann nehmen wir jetzt hier mal den Freedev mit, weil das waren drei Sachen, die kacke sind. Deswegen habe ich ihn vorher nicht mitgenommen, weil den Freedev brauche ich halt nur einmal und der kommt eigentlich öfter. Wenn ich jetzt dann nur andere Kacksachen habe, ne, dann kann ich den halt ganz gut mal mitnehmen. Wahrscheinlich liegt der hier drin, der Schlüssel, ja. Mittlerweile weiß ich schon, wie die Dinger so grob aufgebaut sind. Weil die Dinger sind, also diese Ebenen sind schon immer nicht ganz gleich, ne? Aber sie sind halt zumindest ähnlich. Nehmen wir das mal mit. Wo kommen die ganzen Skelette her? What the fuck? Okay, irgendwie haben wir die da oben gepullt. Aber mein Diener ist bis jetzt noch nicht verreckt. Der heilt sich irgendwie auch selber. So ein bisschen kommt mir das so vor. Eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Ich denke mal, mein Damage... Meta-Addon dürfte nicht anzeigen, was er an Schaden macht, oder? Ist es mit drin? Das Problem ist, das sind halt so viele Sonderfähigkeiten, dass ich gar nicht weiß, was ist, um ehrlich zu sein. So, jetzt kommt hier so ein Kack.
wo ich durchmoven muss. Eigentlich wollte ich einen Roar ziehen, aber der war nicht ready. Haben wir hier noch irgendwas drin? Okay, da hinten kommt nichts mehr. Jetzt cleaven wir die mal kurz kaputt. Können wir den Boss machen. Jetzt müsste doch bald wieder einen Boss kommen, oder? Oder war das mit 12, dass erst wieder ein Boss kommt? Schauen. Also so ein richtiger Boss, ne? Nicht so ein Mini-Boss hier am Ende, sondern so einer, der wirklich was raushaut. Habe ich jetzt 17 kdps. Okay, verursacht von Naturschaden. Ich habe eine Chance. Muss mal gucken, ob ich schon irgendwas anderes habe, was Naturschaden raushaut. Ich glaube, meine Dornen haben normalerweise Naturschaden gemacht. Aber die habe ich ja jetzt nicht geskillt. Deswegen könnte es jetzt halt blöd sein, dass da gar nichts drauf zählt. Aber ich glaube, das Skelett ist schon gar nicht so schlecht, aber ist es jetzt weg? Kann das sein? Also ich sehe jetzt kein Skelett mehr hier rumlaufen. Also im Fokus habe ich es leider auch verloren. Schade, es bleibt anscheinend nur eine Ebene, ne? Oder war das mein Skelett? Oh, das war eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ach komm, kriege ich jetzt vielleicht mal richtige Trades? Ach! Was soll ich denn damit anfangen? Das sind ja alles nur... Ach doch, da ist es noch. Die Mounts mit den dankbaren Gaben, aber die nur von jeweiligen Pat kaufen kann. Ja. Also es gibt quasi für jeden Pakt ein Mount-Typ, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel bei den Necrolords sind es ja diese Taurerlusk oder wie die heißen. Und da gibt es ja, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Ausfertigungen, ne? Und du kannst jetzt aber diese ganzen Taurerlusk, die es beim Händler gibt, kannst du nicht bei den anderen Pakten kaufen, sondern wirklich nur bei den Necrolord. Und so sieht's bei den Ventier gibt es so komische Bären. Bei den Kyrianern gibt es diese mechanischen Tiger. Es gibt vielleicht einzelne Dinger, wo du dann eine Variante bei einem anderen kaufen kannst. Das kann schon sein, aber so die ganze große Auswahl kannst du nur bei einem holen, tatsächlich. Und du kannst die, glaube ich, dann auch noch nur mit dem jeweiligen Pakt reiten, so wie ich das gesehen habe. Also, ja. Aber ich würde mir die mal noch nicht kaufen, denn ein paar Mounts, die man über die dankbaren Gaben kaufen kann, die gibt's auch bei Rare Mobs, aber die kann dann auch nur der Pakt looten, ne? Aber theoretisch kannst du die auch bei Rare Mobs bekommen, die Teile. Deswegen würde ich mal deine dankbaren Gaben sparen, die Rares mal immer umhauen. Wenn es dann gar nicht droppen will, kann man sich's immer noch kaufen, weißt du? Also so mach's ich zumindest. Ja, wenn du alle Mounts haben willst, musst du in alle Pakte. So ist es leider, ja. Harika ist ihr gedroppt bei den Ventier. Genau, das Harika ist zum Beispiel eins von denen, habe ich mittlerweile auch schon. Aber das geht, ne? Du brauchst halt 4 Twinks und mit denen musst du lostigern. Du kannst aber auch das auf lange Sicht angehen, wenn du nur einen Char spielst und einfach sagen, komm, ich spiele nur einen einzigen Char und machst dann einfach so, dass ich die Pakte nacheinander durchswitche. Das ist auch eine Möglichkeit. Wer hat das Talent Erdenwächter? Komm, das machen wir mal. Dann kann ich jetzt hier die Abklingzeit runter. Ne, machen wir das mal. Die Abklingzeit bringt mir nichts, weil ich habe jetzt eh Baumrinde schon so weit runtergehauen. Dass ich das also für Baumrinde nicht lohnen würde. Gut, ich könnte öfter Überlebensinstinkt einsetzen, aber ich glaube, ja.
Muss ja overall defensiver sein, nicht nur für eine kurze Zeit. Jetzt muss ich langsam mal gucken, dass wir auch ein bisschen mehr Leben kriegen, ne? Wir sind jetzt auf Ebene 11 und ich habe, glaube ich, noch nicht sonderlich viele Live-Trades. Gerade mal 3 Stück, ne? Und wie gesagt, ich hatte bei einem mal irgendwie 15 oder 16 Dinger, da hatte ich schon viel Leben. Da ging was. Mein Skelett habe ich immer noch dabei. Ich glaube, das war gar keine so eine schlechte Wahl, ne, mit dem Skelett. Also bereue ich jetzt auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich noch keinen Inker ready, aber den machen wir trotzdem lang, würde ich sagen. Müssen wir auch mein zweites Trinket nur einsetzen, ne? Muss ich mal schauen, ob das andere Zeug überhaupt auch proggt. Dornenumhang hat es, macht es gerade am meisten Schaden. Gut, mich hauen viele Mobs, ne? Krass, dass der so rausdamaged. Macht denn der für eine Damage-Art? Das wäre jetzt halt nochmal interessant. Steht das dran? Ne, sehe ich jetzt leider hier so nicht. Mann, das ist doch alles scheiße. Keine Ahnung. Wenn du drei Trades hast, die dir einfach gar nichts bringen, ne? Aber wirklich gar nichts. Dann will ich ja lieber noch Phantasma nehmen. Ich kriege hier immer schön die Säckchen, weil ich bei meinem Soulbind das ausgewählt habe. Dass ich immer mal wieder von Mobs so Säcke bekomme und hier in Torgos ganz nice eigentlich. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Kaufen können wir sogar alles holen, okay. Den Mob können wir natürlich nicht umwandeln, aber... Ah, scheiße, nehme ich jetzt Dornenranken mit? Ach, fuck it. Jetzt kommen natürlich wieder die zwei guten Trades. Gut, 12% mehr Crit ist halt auch richtig geil, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ah, der ist halt sehr stark, der Trade. Und eigentlich will ich meine Dornenranken haben. Ah, ich muss Mondfeuer mitnehmen. Ach komm, jetzt kommen sie halt wieder beide gleichzeitig. Und beim Verursachen von Heiligschaden. Habe ich irgendwas, was Heiligschaden verursacht? Ah, schau mal, das verursacht Heiligschaden. Also das hier kann das hier procken, deswegen... Nehmen wir mal das hier mit. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, was für eine Schadensart verursacht. Dann kann man den Mob nämlich immer stunnen, das ist gar nicht so schlecht. Mal ein bisschen Überblick haben über das, was man an Trades hat. Jetzt schauen wir mal, was wir auf dem Boss dann wirklich raushauen. Schauen wir mal, ob ich drin stehen bleiben kann. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Ich will mal gucken, was das an Schaden macht. Okay, das haut schon ordentlich rein. Und ich habe mein Schild oben, ne? Ah, ich glaube, da kann ich nicht... Sollte ich, glaube ich, nicht drin stehen bleiben. Müsste ich lieber mal rausmelden. Kann ich ihn wegkicken, dass es nicht macht? Na gut, okay. Welchen CD ziehe? Weil so müsste ich halt, ne? Was ist den Absorb hier? Also den Slow, den ich drauf habe, müsste ich halt wegshapeshiften, dann hittet er mich halt in der Normalgestalt und das will ich halt eher vermeiden, tatsächlich. Das Ding ist, ich habe ja eh meine CDs wieder ready, dann bleibe ich einfach in allem stehen und ziehe halt meine CDs dafür. Okay, so, jetzt drückt mir die Daumen. Jetzt müsste ich wieder 3 epische kriegen. Jetzt brauche ich eine gute Geschichte. Komm, komm, komm. Ich würde so gern das mitnehmen, ne? Das wäre halt so gut, aber ich muss das hier für den Boss mitnehmen. Das macht so viel mehr Schaden, wenn ich das dabei habe. Das andere ist spaßig, aber das eine ist besser halt Single-Target. Da ist es nämlich so, dass ich nochmal 50% mehr Schaden mache, wenn ich 3 Dots auf dem Gegner habe, ne? Und... Okay. Ich laufe hier rein und krieg halt direkt schon aufs Maul. Vielleicht war das jetzt ein bisschen ambitionierter Pull. M
muss jetzt einfach mit Hauen durchziehen, dass ich den Stack oben habe. Seht ihr, wie der hochgeht, wie der runtergeht? Ich krieg hier richtig Schaden rein. Es sind immer 60.000, jedes Schild. Und das hauen die mir instant runter. Wenn ich die ganze Zeit mit Hauen durchziehe, dann hau ich mir halt das Schild wieder immer hoch. Und dann geht's. Jetzt ist Hauen ausgelaufen, also Inka ausgelaufen. Jetzt kann ich mir Hauen nicht mehr die ganze Zeit hochhauen. Aber jetzt sind es auch nicht mehr so viele Mobs. Da halt in so einer Void auch die ganze Zeit drin. Seht ihr, da ist der Buff drauf. Da kriegt er halt nochmal 50% mehr Damage. Und dieser Einschlag, dieses Mondfeuer, der haut auch richtig Schaden raus. Dieser Mondfeuer-Einschlag. Deswegen habe ich den Trade vorhin genommen. Könnt aber nicht mehr springen. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Jetzt kann ich halt nicht mehr hüpfen. Ich hoffe, das wird mir nachher nicht noch zum Verhängnis. Also nicht mehr springen zu können, ist halt kacke, weil ich eigentlich die ganze Zeit am Springen bin. Das hier ist quasi Torghast gewundene Korridore Nummer 6. Und ich bin jetzt auf Ebene 13 von quasi Nummer 6. Aber ich habe halt vor, heute ein bisschen durchzuziehen und die, 7 und 8 auch zu machen. Aber man muss mal gucken, ne, wie krass das dann wird. Ich glaube fast, dass ich es nachher bereuen werde, nicht mehr springen zu können. Aber wir werden sehen, was dann hier noch so kommt. Ich springe eigentlich die ganze Zeit rum, ne? So ein Ding war ich auch noch nicht mit lauter Hebeln. Also wisst ihr, dass außenrum komplett alles mit Hebeln zu ist? Auch nicht gehabt. Es ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Das finde ich schon auch cool, je nachdem, was du für Trades auch kriegst. Also eigentlich ist Torghast schon von sich eine ganz coole Geschichte. Bloß manchmal denkt man sich halt, wenn man nur Kack-Trades kriegt und so viel schwächer ist als in einem anderen Run, dann denkt man natürlich schon, ah, das ist doch eher kacke, weil es halt so random ist, ne? Aber das macht es halt auch ein bisschen aus, dass du natürlich nicht jedes Mal mit den Biss-Trades spielen kannst. Warte, warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Ich glaube, ich muss noch irgendwas machen, oder? Ach, da hinten ist jetzt was aufgegangen. Ah, schau mal an. Das war vorher zu. Hütet euch. Schauen wir mal, was wir hier noch so kriegen. Ah, nee. Nee, 25% weniger Schaden, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Dornen, was ich jetzt geskillt habe, ist halt total... Oder das sind Wucherwurzeln, das ist halt total für die Katz. Hier kommt Feuer raus. Sheet. Ja, es hat schon reingehauen. Tatsächlich. Da ist auch nochmal ein Hebel, da kannst du es wahrscheinlich ausschalten. Ich habe keinen Ziel. Ich habe auch so eine schicke Wolke um mich rum. Ach komm. Das ist halt alles scheiße. Ich brauche kein Schlundgeschirr. Also jetzt kriege ich halt nur noch richtige Rotz-Trades. Und pullen wir den Boss rein und cleaven das ganze Zeug kaputt, oder? Müssten wir doch schaffen. Stelle ich mich rein und cleave die einfach mit Inka kaputt, die Typen. Das Schöne ist, mit meinem Legendary ist es halt extrem stark, ne? Dass ich dann bei so vielen Mobs so ein Schild oben hab. Da kann dann eigentlich fast nichts passieren. Also die Mobs machen halt mit einem Schlag so viel Schaden, dass sie das Schild und alles andere durchhitten. Die haben wir jetzt ordentlich weggeratzt. Warum krieg ich denn jetzt nur noch Scheiße? Das bringt mir halt... Also die letzten drei, vier Sachen, die, ob ich die jetzt gekriegt hätte oder nicht... Wäre komplett egal gewesen. Das bringt mir einfach gar nichts. Leider. Schauen wir mal, dass da was drin ist. Was mir ein bisschen was bringt.
Ach komm, das Ding beeinflusst alle anderen. Wunderbar. Warum kriege ich denn die ganze Zeit diese Wurzelscheiße? Ich wurzel die Gegner nicht. Versteh das doch. Wurzeln, glaube ich, nicht mehr rausgezogen, oder? Halt Maßen Tangle, wenn da so Massen am Schlingen habe ich rausgezogen, ne? Aber normales Wurzeln, naja. Es gibt schon so Builds, dass du auch Wurzeln spielen kannst. Das machst du wahrscheinlich eher als Eule, schätze ich mal. Schauen wir mal, ob ich hier was zusammenziehen kann. Ja, auch nicht so wirklich, ne? Hinten sind die Stacheln. Okay, der kettet mich an. Ah, darüber komme ich wahrscheinlich jetzt nicht. Oh, fuck it, da ist auch noch so ein Kollege. Okay, das hat sich jetzt mal null gelohnt. Na super. Er ist lieber da gekillt. Ja, du kannst jede Woche zwei Ruhmstufen hochmachen. Die Kampagne hat ja noch eine extra Ruhmstufe gebracht. Also du hast jede Woche eine Quest quasi, wo du Mana sammeln musst, 1000, und eine, wo du Seelen sammeln musst. Je nachdem, wie hoch dein Ding ist, 10, 15 oder 15 Seelen, ne? Und, was haben wir hier? Tigersport. Das Phantasma nehmen. Und durch die Dings, also dann durch die Kampagne hast du ja zusätzlich eine kriegen können, wenn die Kampagne halt gerade am Start war, ne? Also von deiner Ruhmstufe aus. Und jetzt ist die Kampagne fertig, also kriegst du jetzt jede Woche nur noch zwei und kannst halt nicht manchmal noch drei bekommen. Außer du bist halt hinten dran, also mit meinen Twinks zum Beispiel bin ich ein bisschen hinten dran. Und da gibt es dann ab und an so eine Catch-up-Mechanik quasi. Da kriegst du ein bisschen Ketchup, weißt du, in der Mechanik. Ja. Ich dachte eigentlich, dass die Ketchup-Mechanik so ist, dass du immer über die Berufungen, heißen sie ja jetzt, ne? Ja, Berufung, nicht mehr, und nicht mehr Emissary. Jetzt muss ich mir überlegen, kann ich da hinten jetzt noch irgendwas machen? Ich glaube, da hinten habe ich jetzt, oh fuck. Okay, aber das hat jetzt kaum Schaden gemacht, ne? So, ich krieg dann auch noch Damage die ganze Zeit. Ah, dann gibt's auch noch einen Debuff. Aha! Weil durch die Berufung kriegst du halt nur random manchmal quasi eine Ruhmstufe ab und... What the fuck? Warum haut er mir jetzt auch immer so viel Schaden raus? Ich muss mit... Das dachte ich mir, dottigst du mal alle, ne? Dass ich hier so ein paar von diesen Sternen, die runterfallen, von dem hier procke, weil die hauen relativ viel Schaden raus, aber... die ganze Zeit mit Hauen durchziehe, dann baue ich mein Schild nicht auf. Ich habe letztens halt mit dem Twinks da die Berufung gespielt und nicht bei, also bei jedem Dritten oder so vielleicht so eine Ruhmstufe abbekommen. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und du sollst anscheinend die Ruhmstufen durch alles Mögliche hochbekommen, ne? Genau, beim World Boss soll es auch nach oben gehen, also anscheinend, Rated Battleground soll auch funktionieren, Raid-Bosse, Dungeon-Bosse anscheinend auch. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das nur Mythic Plus der Fall ist oder Mythic oder auch in niedrigeren Stufen. Also anscheinend durch allen möglichen Content, den du spielst, sollst du Ruhmstufen bekommen. Am besten soll es aber durch die Berufungsquest gehen. Aber ist ja eigentlich ganz cool gemacht hier. Zum Glück, ich bin in der Katzengestalt gerade schnell genug. Ach, warte mal, da kann ich nicht zurück. Jetzt muss ich nochmal rüber und die Schlüssel holen. Ach, kacke. Ich hätte erst die andere Seite spielen sollen. Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Guck mal, ob das eine Fehleinschätzung war hier.
Ich muss das mal ausprobieren. Im Moment komme ich ja zeitlich noch nicht hin, dass ich viel mit den Twinks mache, weil ich mit dem Main noch sehr, sehr viel offen habe. Aber demnächst, wenn ich jetzt mal mit allem soweit fertig bin, will ich meine Twinks aktiver spielen. Und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Und wenn ich es dann mal so den besten Weg raus habe, dann werde ich, denke ich, mal auch ein Video drüber machen, wie man am besten vielleicht die Ruhmstufen nachzieht. Aber ich will immer erst darüber irgendwelche Sachen machen, wenn ich auch selber einen Plan habe und nicht, wenn ich so halb im Dunkeln noch habe, ne? Blitz abfeuern, das ist gut. Dann nehmen wir hier wohl den Crit mit. Dann nehmen wir hier ein bisschen Phantasma. Gut, jetzt muss ich mal schauen, dass wir die Schlüssel noch alle holen, weil ich habe drüben, habe ich mich ja dazu entschieden, dass wir nach links gehen, nach rechts gehen, weil ich zusammenziehen wollte. Jetzt ist halt hier noch zu, jetzt muss ich durch die Fallen nochmal durch, oder? Schauen wir mal, sind die jetzt schnell genug? Manche Fallen, die lösen nur aus, wenn du hinläufst. Also da musst du eigentlich hinlaufen, stehen bleiben und dann erst weiterlaufen. Oder du hast einen Speed drin, dann kannst du halt, kommst du halt so drüber, ne? Ah, ist es so, dass wenn du weiter hinterher hinkst, dass du mehr Stufen kriegst? Okay, das kann tatsächlich sein. Weil am Anfang habe ich eigentlich bei jeder Berufungsquest eine Stufe bekommen, ne? Also das würde auch meine Erfahrungen tatsächlich decken. So, kann ich da einfach durchsprinten, ohne dass man... Wie ist denn hier das System? Jetzt geht das wieder von da los. Achso, da kann ich einfach langsam... Fuck, jetzt wäre ich übelst weggeslowt. Hier müsste nämlich noch ein Schlüssel liegen, oder? Nee. Wo ist denn dann der letzte Schlüssel? Tempo. Warum will mir immer das Schleichen aufdrücken? Also wenn ich einen krassen Zauber hätte, der dann weg one-shottet, dann würde ich das Schleichen ja nehmen und alles in den ersten 6 Sekunden rausknallen und würde richtig Damage machen, aber das bringt mir halt leider nichts. Super, der lag halt einfach hier offen dran, ne? Ganz toll, noch nicht gesehen. Bei dir war es auch so, ja? Also ich kann das auch unterschreiben. Check die Minimap, die Schlüssel sind fett markiert. Echt? Okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geguckt. Gut, dass du sagst, ne? Ja, ich glaube, dann nehmen wir den adaptiven Schwarm. Okay. Oh, hier war noch ein Mob, ne? Aber mein Skelett ist immer noch dabei, also so schlecht ist es tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, das lohnt sich tatsächlich, sich so einen Mob zu holen. Der haut jetzt natürlich nicht ultimativ Schaden raus, ne? Aber es ist eigentlich ganz nett, also so mit 1000 haut er etwa zu, bleibt die ganze Zeit da. Schau mal. Da wartet schon einer. Ein großer Bösewicht. Warte mal, hatte ich das schon mal? Dass der mich verfolgt hat? Nee, ich glaube, ich habe das noch nirgends gehabt. Dass ich quasi mal irgendwo verkackt habe. Ach komm, was ist denn das? Ja, dann nehmen wir den Scheiß. Vielleicht wurzel ich ja doch mal irgendwo einen Mob. Das mal noch mit. Dive. Crit, na gut. Ich habe jetzt schon 2 so Kugeln. Oh, die soll ich jetzt mal ausgeben. Nehmen wir verdientes Phantasma. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Okay, jetzt tun wir mal noch verschiedene Mobs mit den einen Kugeln abwerfen. Das dürfen wir nämlich jetzt nicht vergessen. Jetzt müsste ich bald mal ein bisschen aufpassen tatsächlich. Jetzt sind wir ein bisschen höhere Ebene, ne? Ebene 16, da dürfte es dann schon mal ein bisschen mehr reinknallen. Nehmen wir die mal noch ohne CD. Ich habe leider bis jetzt noch ein paar Trades nicht bekommen, die ich gerne hätte. Wir sind jetzt bei 76. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Aber jetzt gehen wir langsam ein Ende zu. Oh, hier ist noch ein Rare. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder so eine Sache, die nicht so gut ist, was wir jetzt machen.
die Anzahl der Mobs zusammen zu pullen. Aber wir machen jetzt so lange halbwegs Risiko. Oh fuck, da haben wir den 4-Mob. Oh fuck, nein, jetzt bin ich gefeiert, jetzt werde ich sterben. Fuck, die sind auch noch getriggert hier. Hütet euch. Lauf, kleines Mädchen. Hütet lauf. Einmal aus der Dinggestalt raus. Ach, das sind 2-4 Mobs. Ja, ich kann nicht mehr beide kicken. Ich habe alles auf Abklingzeit. Glück, die CD ist richtig gezogen. Ging jetzt aber gerade noch gut, ne? Hier war aber eine knappe Angelegenheit. Haben wir jetzt ein bisschen viele krasse Elite-Mobs zusammengepullt. Den höheren Eben ist das dann schon immer ein bisschen kritisch, tatsächlich. Ein bisschen Versa. Was haben wir hier? Ach komm, das bringt mir alles nichts. Nehmen wir die Dornranken mit, dann haben wir sie wieder. Da haben wir schon einige Trades hier. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt nehmen wir erstmal da drüben die Vasen noch weg und dann gucken wir mal. Also viel ist ja jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt ist quasi Ebene 16 noch. Also die, wo ich jetzt bin. Kommen jetzt die Mobs? Ach, scheiß drauf, die mal jetzt nicht. Die ziehen wir mit, oder? Das sind Mobs, die spawnen. Dann ist es quasi Ebene 17 und 18 ist halt der Boss schon. Also so viel ist jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber wir sind jetzt halt doch schon eine Weile hier drin, ne? Also... Ist da so ein Special-Mob drin? Einer, wo man moven muss? Mal angucken. Irgendwie sehe ich da. Da kann doch jetzt eigentlich... Das ist... What the fuck? Warum zimmert denn der mir so rein? Jetzt wurde er erstmal CC'd hier. Also hier gerade Normalgestalt hat er mich gerade richtig runtergezimmert. Aber in der Bärengestalt, ne? Wenn ich habe 9-mal aktiv Mitigation oben. Seht ihr das, wenn ich so viel Wut habe? Jetzt habe ich 11-mal aktiv Mitigation oben. 85% bin ich am Cap, ne? Also so viel brauche ich gar nicht. Ich glaube bei 4 oder so bin ich schon am Cap, oder? Bei wie viel bin ich am Cap? Bei 4 bin ich schon am Cap, also ich brauche gar nicht mehr, wenn ich so viele Mobs habe, die ich cleaven kann, schon dann kann ich die Active Mitigation, kann ich richtig hochhauen, kriege so viel Rüstung, aber es bringt halt nichts. Mehr als 85% weniger Midi-Schaden kannst du halt gar nicht fressen, ne? Also das jetzt auf 10 hochzuhauen ist total Käse, aber durch diese ganzen Trades halt, kriege ich so viel Wut rein. Wir haben eine Chance verblassen. Achso, das ja, Verblassen bringt mir auch nichts. Hier mit der Heilung. 10 Sekunden lang ihren Schaden um... Ja, das Problem ist, da muss ich was einsammeln. Und hier mit dem Trade kann ich nicht rumlaufen. Da bin ich statisch quasi. Also dann nehme ich lieber die Mastery mit. Das wäre zwar gut, 25% mehr Schaden, brauchen wir nicht drüber reden, aber da müsste ich jedes Mal rausschiften und das bringt mir nichts. Dann kriege ich zu viel Damage, wenn ich aus dem Bären rausschifte. Das bringt mir leider nichts. Ich würd's ja gern machen. Also der limitiert dich schon sehr, aber 50% mehr Schaden durchgehend zu haben, ist natürlich sehr stark. Ne? Das musst du eigentlich fast mitnehmen. Hilft leider alles nichts. Die Kollegen noch mit. Hier haben wir nochmal so eine Hebelkiste. Er hat schon komplett weg. Oh, ich bin die Kiste rein, in die Ding rein. Komm, ich ziehe jetzt Inka hier für den Boss. Habe ich es dann wieder, wenn ich die kleinen Mobs noch mache. Scheiß drauf. Hütet euch. Mal alles ran, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hütet euch. Hütet euch.
machen wir die Kiste mal noch auf und gucken mal, was wir hier noch so haben. Also es gibt bestimmt auch so ein bisschen eine Strategie. Ich mache so eine halbe Strategie. Ich versuche mal alles immer, dass nur eins in eine Richtung geht und das klappt meistens, ne? Aber so hundertprozentig verstanden habe ich es nicht. Das ist doch alles Kacke. Nehmen wir mal das hier. Mit dem, dass die Gegner quasi übernommen werden und gegeneinander kämpfen, ist schon ganz cool. Aber das bringt mir halt beim Boss gar nichts, ne? Deswegen nehme ich das halt nicht mit. Am Ende sieht gut aus. Wir haben 6 Tode, sogar einen mehr, weil ich mir einen extra gekauft habe, ne? Also bis jetzt kommen wir smooth durch, ne? Bis jetzt war noch keine Situation, die wirklich, ich sag, puh, da, ne? Ja, wohl das eine Mal ein bisschen viel gepult. Da war es vielleicht dann schon halb davor, aber jetzt so richtig kritisch war es eigentlich noch nicht. Ich denke mal, wir haben noch, ich kann jetzt die nächste Ebene auch noch halbwegs offensiv rein. Warte mal, was ist da für einer? So ein Licht, mal gucken, was der so macht. So einen habe ich jetzt bisher auch nicht gehabt. Der ist feindlich, aber nicht angreifbar. Mal gucken, was man bei dem machen kann. Seelensucherin heißt die. Sie scheint anscheinend weiblich zu sein. Hier muss man so ein Puzzle spielen. Ich bin ja gut im Puzzle spielen. So, jetzt schauen wir mal. Das tun wir rüber. Dann so ein Hochfeld. Oder ich krieg einfach ein paar... Warte mal, wir machen das anders. Wollte ich jetzt noch nicht haben. Das ist bei... Ah, obwohl, warte. Das könnte vielleicht doch halbwegs clever sein. Ah, haben wir es doch hingekriegt. Ah, ich kann ihn doch angreifen. Okay. Der war nur nicht angreifbar, als er noch da hinten versteckt. What the fuck, was hat der jetzt gerade hier für Schaden gekriegt? Holy Mo. Was geht denn der jetzt gerade runter? Ich fahre 60k Singlet. Was zur Hölle mache ich denn gerade an Schaden? What the? Wie ist denn der jetzt gerade geplatzt? Hä, hey, was hat denn jetzt so viel reingehauen? Okay. Ja, gut. Ich fahre jetzt gerade bei 69k Singletarget. Also, keine Ahnung. Okay, Mondfeuer. Aber ich habe so viele Mondfeuer-Trades, habe ich doch jetzt gar nicht, oder? 3 Stück. Okay. Ich glaube, der Endboss, den dürfte ich ganz gut wegnatzen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was da jetzt gerade abgegangen ist, warum der jetzt so geplatzt ist. Der hat 1 Million Leben gehabt, ne? Der war ja jetzt in ein paar Sekunden tot. Ah, fuck, jetzt habe ich Inka gezogen, ne? Ich wollte ja Inka für ein Ding aufsparen, für den Endboss. Ja, ich gut, mit dem Schaden müsste... Also, muss ich gleich beim Boss noch mal gucken, was da jetzt gerade falsch gelaufen ist. Ich rein... Richtig auf den Latz hat der gerade gekriegt hier, der Kollege. Da habe ich zwar keine Inka mehr, aber... Vielleicht war das auch das Skelett, ne? Das hat jetzt wahrscheinlich richtig performt. Gut, ich hau jetzt hier mit irgendwie 19... Ah, nein, habe ich jetzt ein... Nein, Blizzard! Warum? Warum kriege ich jetzt ein Disconnect? Das läuft gerade so gut. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Zum Glück habe ich mir einen Tod noch gekauft. Ich habe es euch doch gesagt, ne? Jetzt kommen die Kack-Disconnects hier. Oh, nein. Mach doch nicht sowas mit mir. So, jetzt rastet auch das Handy noch aus. Alles klar, warum kriege ich jetzt angezeigt das Wetter? Ach, ne, ist mir jetzt auch egal. So, sind wir gestorben? Oder wie schaut's aus hier, Torgast? Ach, schau mal, es lief so gut, kein Disconnect. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt, ne? Jetzt können wir ein bisschen reposten. Sodala. Schauen wir mal. Ich habe halt relativ langen Ladebalken, blöderweise. Vor allem, wenn du gedisconnected hast vor allem und dann im Kampf noch warst, dann will das Game immer nicht so ganz. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht wieder verbuggt ist. Na super, okay. Es ist hardcore verbuggt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Tun wir nochmal neu starten.
Also, worst case wäre jetzt, wenn ich aus Torgas rausfliege und ich jetzt quasi 1,5, 2 Stunden oder so da umsonst reingesammelt habe. Das wäre der Worst Case. Und das zweite wäre es, wenn es wieder verbuggt ist, so wie das letzte Mal. Und ich Trades verliere. Also das letzte Mal, wo ich gedisconnected bin, hatte ich dann weniger Trades, beziehungsweise habe dann irgendwie, ich glaube, ich hatte 74, habe dann was aufgesammelt, war immer noch bei 74, habe was aufgesammelt, immer noch bei 74. Also dann war das ganze Ding verbuggt. Und das eine Mal, wo ich in Ebene 2 gedisconnected bin, war ich ja dann direkt beim Boss gestanden, ne? Der dann irgendwie skaliert war bis zum geht nicht mehr, war auch nicht geil. Also Torghast ist eine coole Sache, aber ich muss ehrlich sagen, das mit den Disconnecten, das muss Blizzard hinkriegen. Also, weil das ist unschön, vor allem wenn du halt so viel Zeit, du musst ja das ja am Stück machen, ne? So viel Zeit am Stück da rein investierst und du dann disconnectest, ist sehr ärgerlich. Es gibt so ein paar Sachen, ne? Wenn du bei einem Raid-Encounter disconnectest, okay, das ist auch nervig für die Gruppe, dann gehst du nochmal ran, spielst du nochmal halt 10 Minuten oder so, ne? Aber hier ist eineinhalb Stunden, 2 Stunden, wenn die natürlich im Sack sind, das, puh, ne? Also mein Tod habe ich noch, der ist nicht weg. Ich stehe jetzt hier im Eingang. Hier der. Also mein Tod wurde mir nicht abgezogen. Ich hatte vorher, obwohl du hast, glaube ich, pro Ebene einen Tod habe ich bei Venari gekauft, dass ich frei habe, oder? War da nicht irgendwie sowas? Auf jeden Fall ist Inka jetzt wieder ready. Muss immer positiv sehen. Sein Fesseln kann er sich mal in die Haare schmieren, der Kollege hier. Aber ich bin jetzt auch schon wieder bei 48k DPS, also das sieht gut aus. Mal, er ist jetzt auch hier so geviert von dem einen Trade, ne? Da gibt es verschiedene Sachen, die man da mitnehmen kann, die auch die Bosse teilweise CC'en. Hat jetzt am meisten gemacht. Schau, seht ihr, Mondfeuer macht am meisten Hauen, Dornenumhang. Dings machen gar nicht so viel. Obwohl, das sind halt überall, ne? Wegen einem Trade immer 5% oder so vom Overall Damage. Ist halt auch nicht schlecht. Dirty Tanker, ich grüße dich. Hattest du keine Disconnect-Hype? Weil ich hatte jetzt, gestern war es extrem, ne? Da hatte ich X Disconnects im Run, also alle paar Mobgruppen. Und das war sehr nervig, tatsächlich. Jetzt sind wir in Ebene 17. Eigentlich soll, also das soll, was ich jetzt mache, sollte man eigentlich nicht machen auf den höheren Ebenen. Ich mache es jetzt trotzdem noch. Ich habe noch genug Tode, ne? Wenn wir dann runter mit den Toten sind, dann mache ich es nicht mehr. Dass ich jetzt hier halt X einen ganzen Gang zusammenpull. Ach fuck, jetzt habe ich nicht geguckt, dass ich gefeiert werde. Genau deswegen sollte man das nicht machen. Wenn man dann gefeiert wird, dann kann es relativ schnell nach hinten losgehen. Aber das bis jetzt sieht gut aus. Jetzt schaut's gut aus. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch hier die Ebene 17 und dann kommt der Endboss. Dann sind wir tatsächlich durch und wir sind jetzt bestimmt echt schon knapp 2 Stunden, fast wahrscheinlich, hier drin, ne? Puh, das wird heute ein ganz schön knackiger Abend, das sage ich euch. Super, jetzt kann ich noch. Halt immer nur dieses blöde. Wenn ich das Stealth-Ding jedes Mal genommen hätte, ne? Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon das 8 oder 9 Mal. Und könnte die, ne, wenn ich aus dem Stealth rausgehe, den Prozentschaden so hochballern, aber das bringt mir natürlich nichts. Das kann ich nur einmal ganz am Anfang beim Boss machen für 6 Sekunden lang. Deswegen lohnt sich das halt nicht. Außer du schottest ihn halt in der Zeit so aus dem Leben, dass alles zu spät ist. Achso, das ist ja eine relativ kurze Geschichte hier. Weiß ich bloß nicht, ob die irgendeinen 4 haben. Was ist das? Sag mir, das ist doch irgend so ein Achievement auch.
Hä, warum, was für einen Bug benutzt haben? Sagt mir jetzt nichts, Dirty Tanker. Was für einen Bug meinst du denn? Soll ich jetzt mal... Komm, wir gehen jetzt mal auf Full Tryhard-Modus. Wir pullen jetzt mal die ganzen Mobs und den Boss noch mit rein. Schauen wir mal, ob das eine dumme Idee war. Also, das sollte man eigentlich nicht machen. Aber wir gehen jetzt mal auf Full Tryhard. Diesmal habe ich halt auch nicht diese Kaltherz-Dinger, ne? Bei dem Kaltherz, das sind solche Drecksmob, die können halt alle vieren, hauen übelst Damage raus. Hier geht's, wenn ich, solange ich Inka laufen habe, läuft das eigentlich. Ah, warte mal, die Kugeln, doch, die hat... Oh nein, die Kugeln habe ich noch nicht geused. Oh... Gut, du bist mein Held. Gut, dass du es nur sagst, sonst hätte ich die jetzt immer noch nicht, ne? Ach. Kann ich jetzt eigentlich mal offen lassen? Stimmt, die habe ich immer noch nicht gemacht. Aber da hinten habe ich noch zwei Mobs, ne? Schauen wir mal. Ich hab die so vergessen jetzt mit allem. Na super. Jetzt sind die halt buggt. Ups. Jetzt gemacht? Ne, eigentlich müsste reloggen. Ne, warte mal, ich tu mal reloggen. Vielleicht gehen sie dann wieder. Ich hoffe, das ist jetzt keine schlechte Idee. Stimmt, ja genau, das ist der Achievement in Bastion, was du meinst, ne? Ich dachte mir, irgendwo habe ich das schon mal vom Namen her gehört gehabt. Ach, man konnte durch die Portale gehen, ohne den Wächter zu töten. Ah, okay. Ja, krass. Ah, lol. Okay. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Aber das bringt, also für die gewundenen Korridore bringt's dir ja nix in dem Fall. What the fuck, warum sind denn die jetzt geedit? Ach nee, das sind gar nicht die beiden. Kann ich jetzt die Dinger benutzen? Nee, es ist halt immer, es ist, was ist denn das? Wieso sind die denn buggy? Ich würde die halt ganz gern einsetzen, wenn ich mir die jetzt schon extra gekauft habe. Ich habe doch jetzt reloggt. Wahrscheinlich, weil ich wieder im Kampf war, hat das mit dem Reloggen nicht funktioniert. Slash use item name. Das kann ich gleich probieren, ja. Jetzt tun wir nochmal einen Relog durchhauen. Wenn es dann nicht geht, dann probieren wir es anderweitig. Das ist doch nervig. Was, ungenutzte Talente stört nicht die Anzeige? Muss ich mal gucken. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich ignoriere es wahrscheinlich schon mittlerweile, wisst ihr? Das sind so Sachen, die hat man dann irgendwann nicht mehr im Blick. Wahrscheinlich sagen das einem Messis auch, ne? Die überall das Zeug liegen haben, die sehen es irgendwann nicht mehr. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht mehr mit Cam stream. Nein, Spaß. So schlimm sieht es bei mir nicht aus. Noch nicht. Noch nicht. Ach ja. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht es jetzt nach dem zweiten Relog. Vielleicht haben wir dann, sind wir dann nicht im Kampf. Das ist nämlich auch immer so ein Faktor. Wenn du dann in den Combat, im Combat einloggst. Was ist denn das? Du kannst halt hier nicht mal reloggen, weil die ganze Zeit irgendwelche Kack-Mobs spawnen. Nee, es buggt immer noch. Es ist halt okay. Ätzend. Ich will halt nur diese Dinger einsetzen. Wahrscheinlich ist es total wurscht. Wahrscheinlich kriegen wir eh nur Mist raus. Use. Schauen wir mal, ob es so funktioniert. Nee, das geht auch nicht. Ich hab's jetzt mal reingepostet. Vielleicht muss ich die Klammern. Nee, macht er nicht. Ah, so funktioniert's. Muss es halt wirklich abtippen. Ich habe halt immer noch das Problem. Also wenn ich es reinkopiere, ne, als Item, dann checkt das Ding nicht. Ich muss es halt wirklich. Achso, ich habe noch eine Auswahl zu treffen. Ah ja, stimmt.
Da wollte ich eigentlich das Schild für den Boss mitnehmen, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Das verdiente Anima bringt mir eigentlich auch nichts. Egal. Super, wenn ich Gefäße öffne, kriege ich 10 bis 20 Seelenrückstände. Aber jetzt werde ich halt nicht mehr viele Gefäße öffnen. Ach super, ich habe von beiden das gleiche bekommen. Ja, das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Jetzt kommt nämlich der Endboss und dann kommen keine Gefäße mehr. Jetzt Internet auch Corona. Naja, es sind halt einfach Bugs von wahrscheinlich auch durch Add-ons. Ich weiß nicht, warum man dann im Spiel Sachen nicht mehr öffnen kann. Also das, den Zusammenhang verstehe ich halt tatsächlich nicht ganz. Da nicht. Das ist, hier hängen alle Sachen irgendwie ätzend miteinander zusammen. Holy moly, das war jetzt ein bisschen nerviger. Ach komm. Das sind wieder alle Trades für einen Abfalleimer. Trades für den Abfalleimer. Wunderbarst. Danach muss ich auf jeden Fall einmal meine WoW neu starten, ne? Bevor wir in die nächste Ding dann reingehen. Weil das hier jetzt gerade alles wieder ein bisschen rumspackt und ich muss mir was Neues zu trinken holen, ne? Kann ich euch mit meinen Waren in so, wir haben jetzt 900 Anima und natürlich können wir uns bei dem Typen so gut wie nichts kaufen. Ich kann mir... Ihr seid immer ein geschätzter das, das ist so nervig, ne? Du kriegst dann nur so Kack... Ach komm, ernsthaft kann ich jetzt dieses Zeug auch nicht mehr benutzen? Also das ist schon sehr nervig, aber ich will jetzt hier nicht ausloggen. Nicht, dass es dann komplett weg ist, ne? Schauen wir mal, ich muss das jetzt halt so eintippen. Jetzt kriege ich nochmal die Dornenranken, ne? Stimmt. Hallo? Heißt das? Ach, das heißt anders. Das ist nicht die geplünderte Animazelle. Use Require. Ja gut, für die zwei Dinger hätte es sich auch nicht mehr gelohnt. Ja, eigentlich müsste ich... Jetzt das hier an. Achso, ne, hier kann ich nochmal eins. Achso, ich kann. Hier kann ich dann switchen. Dachte, ich habe nochmal ein Talent freigeschaltet. Hatte ich nicht nochmal Dornranken? Komisch. So, haben wir doch einen anderen Boss. 4,7 Millionen hat er. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Schauen wir mal, was wir so können. Ansturm, da muss ich wahrscheinlich rausgehen, oder? Aber es hat jetzt nicht sonderlich viel Schaden gemacht, um ehrlich zu sein. Eigentlich kann ich wahrscheinlich drin stehen bleiben und einfach wegnatzen. Schätze ich mal. Bin jetzt einfach durch. Fleischform habe ich leider eh nicht. Jetzt ist er eh hier ein bisschen CC'd. Durch diese ganzen Fähigkeiten kriegen die Mobs halt teilweise so CC's drauf. Desorientieren wir mal nochmal. Dass er nicht so sonderlich viel kommt. Der Ansturm, der zieht... Ah, gut, also ein bisschen Schaden macht er schon, wenn er mich anstürmt, tatsächlich. Aber es ist nicht so viel, dass ich da nicht stehen bleiben kann. Da muss ich jetzt nicht shapeshiften. Den natzen wir jetzt einfach weg, den Kollegen hier. Hütet euch. Er macht Traps? Ah ja, hier stimmt. Ich habe noch mal ein Ding gekriegt. Also eine Falle. Aber dann, sonst muss ich hier shapeshiften. Ich habe 100% weniger Movement Speed. Und ich will jetzt nicht aus meiner Gestalt rausgehen. Nicht, dass er mich dann doch wegnatzt mit seinen Melee-Hits. Deswegen bleiben wir einfach stehen. Okay, das hat jetzt dann schon da reingehauen. Jetzt ziehen wir mal die Wall. Gut, dann sind wir durch hier. Mit, das war jetzt Ebene 6. Krieg ich jetzt, ernsthaft, krieg ich jetzt einen Disconnect? Alter. Ernsthaft? Ach ja. Gut, Leute, das war jetzt, quasi gewundene Korridore auf Stufe 6. Für das Video soll es das gewesen sein. Ich werde jetzt gleich in die nächste
nächsthöhere Stufe reingehen und wenn ihr wollt, schaltet ihr dann wieder rein, wenn wir das nächste Video raushauen zur 7. Ebene. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.